Ja, ich finde es erstmal schön, dass so viele Leute noch gekommen sind, obwohl die Vorlesung aufgezeichnet wird. Das motiviert mich auf jeden Fall schon mal eine ganze Menge. Okay, worum geht's heute? Zunächst werde ich erstmal wiederholen, was wir die letzte Vorlesung gemacht haben. Ihr erinnert euch, wir haben uns um die Persistierung von Daten gekümmert. Dann würde ich gerne die Übungsaufgaben besprechen, weil da eine ganz interessante Race Condition drin ist und ich mich frage, ob ihr die gefunden habt. Erstmal zunächst die Frage, wer hat denn schon die Übungsaufgaben gemacht? Die letzte, ja? Na, ist ein guter Schnitt von 1%. Okay, aber dann kann ich sie direkt auch mal vorstellen. Womit wir uns heute beschäftigen werden, ist, dass wir die Anwendung schön kriegen. Bisher funktioniert zwar ganz viel, aber so richtig schön sieht es natürlich noch nicht aus. Und zu guter Letzt werde ich heute die Projektaufgabe vorstellen. Ihr habt bis Ende des Semesters Zeit, nur sollt ihr auch entsprechend genug Zeit haben, das in Ruhe und sauber zu machen. Insofern kommt heute erstmal die Vorstellung, ihr könnt auch gleich Fragen stellen und so weiter. Und zu guter Letzt haben wir am Ende wieder die Übung, wo ihr auch nochmal vielleicht die Fragen zur letzten Übungsaufgabe stellen könnt. Ich habe heute auch ziemlich viele spannende Übungsaufgaben, die auch etwas mehr aus der, ich sag mal, Entwicklerrealität kommen. Und natürlich könnt ihr dann auch noch direkt im Anschluss Fragen zur Projektaufgabe stellen. Was ich noch gemacht habe, ist, ich habe ja immer wieder um Feedback gebeten und erstaunlicherweise auch sogar welches bekommen, aber habe festgestellt, dass es natürlich relativ schwierig ist, Feedback per E-Mail zu geben. Hey, da hat er meinen Namen und ich würde ihm eigentlich gerne sagen, dass er zu schnell redet, dass das Niveau zu hoch ist und so weiter. Insofern gibt es jetzt eine Webseite, feedback@mlessnack.com. Die sehen wir hier. Da kann man jetzt anonymes Feedback verschicken, zum Beispiel Hallo aus der Vorlesung. Und wir sehen auch direkt. Wow! Okay, also theoretisch, schauen wir mal, ob es jetzt klappt. Wenn es jetzt nicht klappt, hat es eben geklappt. Okay, whatever. Theoretisch hätte es geklappt. Warum auch immer es jetzt gerade nicht klappt und vor einer Stunde noch. Aber wenn ihr das macht, ich eine E-Mail, die dann so aussieht, und da steht tatsächlich nur das Datum drin und das, was ihr uns geschickt habt. Und damit ihr auch wirklich glaubt, dass ich nicht lüge, suche ich gerade mal meine Keynote-Präsentation wieder. Hier. Ist der Quellcode auch für euch einsehbar? Sprich, ihr könnt euch ihn einfach mal anschauen. Macht sicherlich auch im Kontext der Projektaufgabe Sinn, dass ihr einmal seht, wie ich bestimmte Dinge gelöst habe. Sprich, hilft auch nochmal, die Vorlesung ein bisschen besser zu verstehen. Und ihr seht tatsächlich, ich logge da irgendwie nicht irgendwelche IP-Adressen oder sonst was, sondern macht da tatsächlich gar nichts. Okay, dann, ich habe es ja schon gesagt, schön, dass so viele Leute da sind. Die Vorlesung wird aufgezeichnet und im Normalfall bis Mitte nächster Woche, normalerweise etwas früher, online gestellt. Auf dem Micromata-Kanal, das heißt, wenn wir hier mal raufgehen, sehen wir auch, okay, wir haben hier Micromata TV. Da haben schon erstaunliche 37 Aufrufe der Vorlesung von letzter Woche. Da könnt ihr euch die quasi immer nochmal wieder anschauen. Okay, bevor ich zur nächsten Folie komme, machen wir jetzt erstmal die Wiederholung. Also, letzte Woche ging es um Persistenz. Ich überlege gerade. Genau, wir haben erstmal angefangen, dass wir hier eine Logging-Nachricht verbessert haben. Okay, das ist jetzt nicht so spannend. Dann haben wir hier ein bisschen aufgeräumt. Dann haben wir hier die ToString-Methode angepasst, damit wir den Primärschlüssel sehen. Ihr erinnert euch, wir haben später dann Methoden gehabt, um eben up und down zu voten im Rahmen der Übung. Und dann ist es natürlich ganz hilfreich, wenn man auch im Logging sieht, wie die ganze Anwendung funktioniert. Dann habe ich zum Testen einfach nur die Anwendung wieder auf In-Memory gestellt. Wir hatten vorher hier eine dateibasierte Speicherung. Nur wenn ich viel damit rumspiele und auch immer wieder herausfinden möchte, okay, was passiert jetzt, ich muss Daten hinzufügen etc., ist es natürlich schöner, wenn das einfach im Speicher ist und bei jedem Applikationsstart einfach die Datenbank leer ist. So, jetzt haben wir hier, ich überlege gerade, ob das schon die Übung ist. Nee, ich habe es genau anders gemacht. Das ist der Übungsteil, stelle ich gerade fest. Und das ist der Vorlesungsteil. Okay, also nochmal von vorne. Am Anfang sah unsere Applikation so aus. Wieso hat eigentlich keiner gemeckert nach dem Motto, das hast du in der Vorlesung gar nicht gemacht? Nur so nebenbei. Na, 2 Wochen erst. Valides Argument, okay. Okay, also am Beginn der letzten Vorlesung sah das Ganze so aus. Wir haben irgendwelche Sachen reingespeichert, wir konnten sie anzeigen lassen, aber die Idee war natürlich nicht, dass wir die Sachen generieren, die wir anzeigen lassen wollen, sondern dass wir sie natürlich in irgendeiner Form von außen über den Benutzer natürlich reingeben wollen. Was haben wir also gemacht? Gut, wir haben erstmal einen neuen Endpoint angelegt.
namens Entry, der erstmal nur einen Redirect macht, um erstmal festzustellen, okay, klappt das überhaupt? Dann haben wir uns angeschaut, wie kann ich denn Parameter, die ich per URL übergebe, sprich, ich mache hier Entry Title gleich irgendwas, wie kann ich den übergeben? Dazu haben wir die Annotation Request Param gesehen, wo wir einfach einen Methodenparameter damit annotieren und diesen dann, so er denn im Request übergeben wird, hier auch quasi im Kopf der Methode zur Verfügung haben. Als nächsten Schritt, gut, da haben wir das Logging ein bisschen improved, das ist nicht so spannend, haben uns eine ToString-Methode gemacht, ist auch nicht so spannend. Jetzt wird es aber interessanter, jetzt haben wir uns einen neuen Entry erzeugt, der eben diesen Titel hat. Aber irgendwie wollten wir natürlich mit diesem Entry auch noch was machen. Jetzt speichern wir erstmal. Ihr erinnert euch, ich habe gesagt, eigentlich würde ich sowas niemals machen. Als Poor Man's Database haben wir einfach jetzt hier eine Liste von Entries. Hier steht auch nochmal Ignore, Do Not Use in Production. Das ist tatsächlich auch etwas, was ihr niemals machen solltet, weil ich starte die Applikation, ich fahre sie wieder runter, alles ist verloren. Und Datenbanken sind im Allgemeinen besser geeignet, um Dinge zu speichern. Okay, was haben wir jetzt gemacht? Wir haben gesagt, ich habe diesen Entry hinzugefügt. Ich füge ihn aber erstmal meiner Pseudo-Datenbank hinzu. Und natürlich, wenn ich sie anzeige, sehe ich sie hier auch. Haben festgestellt, dass das geklappt hat. Wir können auch mal diesen Stand eben auschecken. Nochmal die Applikation starten. Und sehen dann, okay, ich habe erstmal gar nichts drin. Und wenn ich jetzt per Entry einen Request mache, sehe ich das. Wir haben auch nur den Titel gesetzt, wir hatten da gar keine anderen Informationen. Insofern ist das auch die richtige Ausgabe. Nächster Schritt war, ich stelle übrigens nochmal den Presentation Mode an, damit ihr sehen könnt, welche Shortcuts ich benutze. Wo stand das? Wer hat mir denn das letzte Mal den Tipp gegeben mit diesem Presentation? Okay, das macht die Sache ein bisschen schwierig. Ja, aber das ist, nee, das ist der, der einfach nur alles groß macht und unleserlich. Nehmen wir Presentation Assistant. Super. Was passiert jetzt? Okay, dann haben wir uns erstmal überlegt, wir möchten die echten Votes haben. Das heißt, wir generieren erstmal zufällige Votes, damit wir überhaupt was ansehen können. Können auch diesen Stand einmal kurz ausstecken. Nochmal durchkompilieren. Theoretisch sollte das auch jetzt nicht hängen. Hallo? Ja, ihr seht schon, technologisch funktioniert dort alles. Okay, jetzt ist irgendwas passiert. Schauen wir uns das mal an. Wenn wir jetzt etwas abschicken, wird eine zufällige Zahl gespeichert. Genauso sollte das auch sein. Das heißt, wir haben jetzt die Möglichkeit an dieser Stelle, dass wir über den Browser irgendwelche Sachen in unser System reinspeichern können. Im Moment mit zufälligen Votes. Können wir auch mal sowas machen. Das funktioniert alles. Ja, aber das sind die wenigsten Votes. Das ist jetzt semi-optimal. Okay, kann ich alles haben. Okay, und dann habe ich ja gesagt, kommt so eine relativ steile Lernkurve. Erinnert euch an die Grafik, die ich aufgemalt habe, wo ich gesagt habe, ich werde erstmal sehr, sehr viel erklären, weil das nur in Kombination miteinander irgendwie funktioniert. Na gut, zunächst haben wir unsere Abhängigkeit für die Datenbank und für dieses Repository, was wir brauchen, um Daten zu persistieren, in die Maven-Datei eingetragen. Erinnert euch, Maven war letztlich dieses Tool, was den gesamten Build-Prozess steuert, euch auch die Abhängigkeiten für die Bibliotheken zusammensucht und diese auch aus dem Netz lädt, wenn ihr sie zum Beispiel nicht lokal habt. Gut, wir haben jetzt hier also wie gesagt die In-Memory-Datenbank und das Framework, was uns all die Möglichkeiten bietet, eben relativ komfortabel Daten zu speichern. Dann haben wir die unser POJO, unser Plain Old Java-Objekt, was die Entitäten speichert, ein bisschen erweitert. Wir haben zum einen gesagt, okay, du bist eine Entität, die in irgendeiner Form in der Datenbank gespeichert werden soll. Haben dann noch einen Primärschlüssel hinzugefügt. Sagen gleichzeitig auch noch, okay, ich möchte mich nicht darum kümmern, wie er generiert wird. Sorg einfach nur dafür, dass er auf jeden Fall eindeutig ist. Das war es sogar schon an der Stelle. Dann war der nächste Schritt, dass wir gesagt haben, wir müssen natürlich irgendwie auf die Daten zugreifen. Dazu gab es dieses Repository. Wenn wir uns das auch nochmal auschecken und anschauen, wenn wir dieses Entry Repository haben, haben wir gesehen, dass wir ganz viele verschiedene Methoden haben. Ich hoffe, das kann man auch noch einigermaßen erkennen. Wir haben für Entries, die wir in der Datenbank haben, können wir
können wir zählen, können löschen, können uns alle anzeigen lassen, können nur einen anzeigen lassen, können speichern. Das heißt, all die Operationen Create, Read, Update, Delete haben wir damit implizit geschenkt bekommen. Der nächste Schritt war, dass wir, das war das, der nächste Schritt, der relevant war, dass wir dieses Repository irgendwie in unserem Controller zur Verfügung stellen. Dazu gab es diese Auto-Wired-Annotation. Da habe ich recht wenig zu erzählt. Ich habe nur gesagt, letztlich sorgt sie dafür, dass ihr ein Objekt an der Hand habt, was eben das Interface Entry Repository implementiert und euch eben die verschiedenen Operationen ermöglicht. Das sei an dieser Stelle auch immer noch genug. Ich werde später in der Vorlesung, wenn wir die Hauptthemen, die ihr für die Projektaufgabe braucht, durchhaben, da nochmal genauer drauf eingehen. Das ist aber eine ziemlich spannende Geschichte, weil man damit letztlich dafür sorgen kann, dass sehr viel Magie im Hintergrund passiert, aber man auch gleichzeitig sehr komfortabel programmieren kann. Was wir dann auch noch gemacht haben, wir haben unsere Datenbank für Arme weggeschmissen und greifen jetzt tatsächlich auf das Repository zu. Statt also hier zu fragen, okay, was habe ich denn für Listeneinträge, die ich vorher in dieser Liste gespeichert habe, rufe ich sie mir jetzt tatsächlich aus der Datenbank ab. Analog, statt sie jetzt einfach in meiner Liste zu speichern, speichere ich sie jetzt tatsächlich in der Datenbank. Dann habe ich gesagt, kommt der wirklich richtig coole Teil. Ich habe ja manchmal Abfragen, die über ein gib mir den Eintrag mit dem Primärschlüssel XY zurück hinausgehen. Zum Beispiel möchte ich gerne meine Einträge, die ich habe, wir sehen ja hier, die sind nicht wirklich sortiert, auch noch sortiert haben. Und das richtig Tolle war, wir können jetzt in dieses Interface zusätzlich auch noch Methodennamen reinschreiben, die einfach ein bestimmtes Format haben müssen. Und die werden dann automatisch über diese Spring Data Dependency, die wir vorhin hinzugefügt haben, generiert. Wir haben jetzt hier eine Methode, find all, gib mir alle zurück und sortiere sie mir bei votes absteigend. Mehr müssen wir nicht machen. Uns diesen Stand jetzt mal anschauen und einfach nochmal durchstarten. Werden wir dann sehen, dass wir damit automatisch auch schon sortierte Ansichten haben. Diese Methodenausdrücke kann man natürlich beliebig komplex werden lassen. Nur die Erfahrung zeigt natürlich, wenn ich wirklich sehr, sehr komplexe Geschichten habe, kann ich das natürlich auch erweitern, indem ich einfach tatsächlich sage, okay, ich möchte hier ein Query haben und ich kann jetzt also auch per Hand schreiben. Also ich muss da nicht Methoden haben, die so lang sind. Aber nichtsdestotrotz ist das ein unglaublich mächtiges Mittel, um sehr schnell so ein Grundgerüst an Funktionalität zu bekommen. Okay, wenn wir uns das jetzt mal anschauen, wir haben ja gesagt, wir haben die Sortierung. Fügen wir doch mal einmal das hinzu, 2515. Dann nehmen wir Nummer 2 und sehen tatsächlich, jetzt haben wir die Sortierung drin. Und das Einzige, was wir machen mussten, ist quasi deklarativ zu sagen, ich möchte, dass nach diesem Feld sortiert wird. Nächster Punkt, den wir gemacht haben. Wir haben gesagt, okay, bisher habe ich nur eine Datenbank, die nur im Speicher ist. Jetzt möchte ich aber natürlich auch, dass die Daten irgendwie persistent bleiben. Interessant war, dass wir an dieser Stelle, wo wir diese Dependencies hinzugefügt haben, das war, ich versuche es gerade zu finden, hier, eigentlich nur gesagt haben, ich habe noch eine Abhängigkeit zu dieser H2-Datenbank. Mehr haben wir gar nicht getan. Und Spring, genauer gesagt Spring Boot, hat automatisch gesehen, okay, da ist diese eine Datenbank, es ist genau eine Datenbank da, ich weiß also, dass ich auf diese zugreifen soll und ich stelle einfach mal diese gesamten Datenbankverbindungen, Connection Pools etc. komplett zur Verfügung. Das Ganze machen wir jetzt aber explizit, weil wir gleich diese Datenbank, die wir haben, die bisher in Memory war, etwas konfigurieren wollten. Das heißt, wir schreiben in unsere Application Properties einfach die URL, den Standard Benutzernamen, Standard Passwort, haben dann getestet, dass es noch funktioniert, hat sich auch nichts geändert, weil genau das steht quasi implizit drin. Nächster Schritt war aber natürlich, zum Testen wäre es eigentlich ganz schön, wenn wir nicht ständig eine leere Datenbank haben, sondern wenn wir sie auf Dateiebene speichern können. Das heißt, wir haben unseren Mem-Teil geändert in einen konkreten Pfad, haben dann gesehen, okay, das wurde auf meinem Desktop gespeichert. Hatten das dann, ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert, nochmal gestartet und festgestellt, Mist, es hat sich eigentlich gar nichts geändert. Jedes Mal, wenn ich die Applikation starte, war trotzdem alles weg. Haben uns dann das Logging angeschaut und festgestellt, okay, jedes Mal schmeißt er das komplette Datenbankschema weg und erzeugt es neu. Um das zu verhindern, sagen wir an dieser Stelle über diese zusätzliche Konfiguration, ich möchte nicht, dass du mir alles wegschmeißt, sondern ich möchte mir nur, dass du mein Schema, so es sich überhaupt geändert hat, aktualisierst. Nachdem wir das auch eingerichtet hatten, haben wir tatsächlich gesehen, hey, wir können jetzt unsere Sachen speichern. Dann haben wir ein bisschen Refactoring gemacht,
frage mich gerade, was wir da getan haben. Achso, wir haben quasi einen Controller eingelegt, einfach um nochmal zu sagen, okay, wir haben diesen Main-Controller. Klar, der ist für diesen Standard-Request zuständig, aber für alles, was mit Einträgen zu tun hat, haben wir einen separaten Controller. Ihr seid alle Master, ihr wisst, das ist nicht technisch notwendig, aber es erleichtert natürlich gerade bei größeren Applikationen die Übersicht. Das gleiche haben wir nochmal gemacht. Dann sind wir einen Schritt weiter gegangen und haben uns überlegt, okay, das funktioniert lokal ja ganz gut, aber im Heroku ist das eine ziemlich ungünstige Idee, Sachen lokal zu speichern. Erinnert sich noch jemand, warum? Vielleicht habe ich es auch gar nicht erzählt. Aber man kann ja mal fragen. Also, Heroku stellt ja quasi eure Applikation in so einem Container zur Verfügung. Und sie ist auch jederzeit erreichbar, das funktioniert ganz gut. Allerdings gibt es auch keine Garantie, denn euer Container sollte zustandslos sein, dass dieser Container nicht irgendwann einfach neu gestartet wird. Und wenn er neu gestartet wird, wird er auch mit einem sauberen Dateisystem initialisiert. Das heißt, wenn ihr das wirklich einfach nur auf dem Dateisystem speichert und irgendwann wird eure Applikation durchgestartet, werden alle eure Daten weg. Gleichzeitig ist es aber so, dass Heroku auch in dieser Gratis-Version euch eine Postgres-Datenbank zur Verfügung stellt. 10.000 Zeilen sollten erstmal reichen. Das heißt, wir haben auch entsprechend jetzt die Konfiguration, die ihr erinnert euch über, das kann man lesen, oder? Jetzt kann man es lesen. Die ihr über Heroku Config, Config bekommen habt. Theoretisch. Hier sehen wir, haben wir hier einfach letztlich eingetragen. Und da gab es einen ganz schönen Fallstrick, den ist auch in der Übung einigen auf die Füße gefallen. Der Postgres-Treiber braucht tatsächlich an der Stelle ein PostgresQL. Heroku gibt das Ganze aber mit Postgres-Doppelpunkt aus. Das heißt, wenn man den ganzen Kram mehr oder weniger einfach nur per Copy-Paste kopiert, kommt es natürlich zu ganz komischen Fehlermeldungen. Aber gut, nehmen wir an, wir haben das auch geschafft. Dann war der nächste Schritt, dass wir gesagt haben, sogar noch im Schritt davor, wir möchten natürlich auf der einen Seite unsere Applikation lokal testen. Wenn wir sie aber nach Heroku deployen, sollen sie natürlich die Postgres-Datenbank verwenden. Wir haben gesehen, wenn wir dann eine weitere Datei in unserem Konfigurationsverzeichnis anlegen, das können wir uns auch noch kurz anschauen. So, wir haben hier jetzt zwei. Wir haben einmal die Application Properties, das war die Datei, in der alles stand. Und wir haben die Application Heroku Properties, in der nur einige Eigenschaften überschrieben wurden. Wenn wir die mal anschauen, müssen wir einfach nur noch sagen beim Deployment, verwende zusätzlich zu der Application Properties, die wir hier haben, mit den ganzen Konfigurationen, eine weitere Datei, die du benutzt, um die Eigenschaften zu überschreiben, die sehr speziell für diese Umgebung sind. Wenn wir in der, ich nenne es jetzt mal, professionellen Softwareentwicklung sind, hat man normalerweise auch nicht nur einen Rechner im Sinne von Entwicklungsrechner und das Produktivsystem, in unserem Fall Heroku, sondern auch noch verschiedene andere, zum Beispiel noch interne Testsysteme, externe Testsysteme beim Kunden, Referenzsysteme, und wenn das alles quasi bei denen funktioniert, landet das jetzt auf der Produktion. Das macht tatsächlich auch Sinn, wenn ihr jetzt mal überlegt, sowas wie, was vom Nikromata zum Beispiel entwickelt wird, Paket.de. Das sind pro Tag sicherlich einige Millionen Anwender. Und eigentlich ist es eine relativ schlechte Idee zu sagen, okay, es läuft bei mir lokal und ich schiebe es jetzt einfach mal auf diese Seite und es wird schon alles funktionieren. Insofern hat man da ganz viele Schichten und für jede Schicht hat man leicht unterschiedliche Konfigurationen, sei es auch nur zum Beispiel die Datenbanken. Jedes System wird natürlich eigene Datenbankkonfiguration haben. Und letztlich kann man sowas eben über diese Applikationsprofile abbilden. Jetzt müssen wir natürlich aber Heroku auch noch sagen, dass wir dieses Profil benutzen sollten. Dazu haben wir dem Proc-File gesagt, zusätzlich zu dem Start, den wir schon haben, dass wir dieses weitere Profil nutzen sollen. Was passiert dann beim Applikationsstart? Okay, er startet erstmal die Applikation, liest die Application Properties und liest danach oder versucht danach eine Datei zu finden, die Application-Profil heißt. Findet er, überschreibt die Datenbank-Credentials und startet einfach weiter. Soweit sind wir gekommen, das heißt, was hatten wir? Wir konnten Daten persistieren in unserer Datenbank, wir konnten lokal entwickeln, die wurden auch persistiert. Und gleichzeitig hatten wir aber eine persistente Möglichkeit, unsere Daten zu speichern, die tatsächlich die ganze Zeit online waren. So unabhängig davon, ob dieser Container, in der eure Applikation gestartet wurde, neu gestartet wurde. Dann sind wir zur Übung gekommen. Erinnert euch, in der Übung solltet ihr letztlich dieses Upvote und Downvote implementieren. Ich zeige erstmal den Stand, den wir am Ende der Vorlesung hatten. Theoretisch war letztlich das der Stand. Startet nochmal durch.
Ihr hattet als Aufgabe einmal den Primärschlüssel anzuzeigen, dann ein Interface zu finden, sodass ich quasi über eine URL up- und downvoten kann. Und ich glaube, das war es auch sogar schon. Wir können auch einmal ganz kurz nachschauen. Nicht, dass ich hier noch was Falsches erzähle. 8.5.24. ist doch richtig. Also, genau, den Stand zum Laufen bekommen. Up- und Downvote, genau. Und noch eine Testmethode, einfach um zu sehen, klappt eigentlich alles, die mir alles als JSON zurückgibt. Wenn ihr da noch ein kleines Chrome-Plugin für Firefox, gibt es was Ähnliches, installiert, seht ihr, dass JSON tatsächlich auch hübsch formatiert. Und was ihr hoffentlich alle gemacht habt, ist viele verrückte Dinge ausprobiert. Vielleicht auch nicht. So, schauen wir uns mal an, wie der aktuelle Stand war. Das heißt, wir hatten hier sowas, wir konnten es irgendwo speichern. Und ich sehe auch, dass es sogar jetzt hier im Desktop auf dem Desktop in der Datenbank gespeichert wurde. Das war der aktuelle Stand. Das heißt, sogar wenn ich die Applikation jetzt herunterfahre und nochmal durchstarte, was ganz am Anfang natürlich bei uns nicht geklappt hat. Und wir sehen jetzt auch hier diese ganzen Hibernate-Sachen, da wird ein Schema geupdatet etc. Und nochmal was Refresher, sehen wir, die Sachen sind also immer noch da. Das heißt, das hat alles wunderbar funktioniert. Okay, erster Schritt, den wir machen wollten, war, dass wir unseren Primärschlüssel irgendwie zeigen wollten. Also keine, als kleine Aufwärmaufgabe, um nochmal ein bisschen mit ThymLeaf klarzukommen. Auch nochmal mit den Entry Repositories. Wie haben wir das gemacht? Ups, so bestimmt nicht. Ja gut, das war noch relativ einfach. Wir haben, wenn ihr euch hier nochmal erinnert, eine Tabelle gehabt, sind über diese Annotation data.th-each über alle Einträge meiner Liste, die aus einem Repository kamen, durchiteriert, haben uns initial nur die Votes und den Title angeschaut. Erinnert euch aber, Entry hatte auch noch eine ID. Das heißt, jetzt konnten wir einfach über Entry.id die entsprechende ID anzeigen. Dann habe ich noch so ein bisschen Kleinkrams gemacht. Ich finde immer ganz nett, ein bisschen aufzuräumen. Zum Beispiel habe ich hier die Log-Message ein bisschen verändert. Habe dann hier in Main die Controller-Annotation entfernt. Denn faktisch haben wir hier gar keine Controller-spezifischen Teile mehr. Dann habe ich im ToString auch noch hinzugefügt, dass er mir die ID anzeigt. Dann einfach, weil ich viel immer neu gestartet habe, um ein bisschen rumzuspielen, einfach eine In-Memory-Datenbank wieder verwendet, also das wieder ersetzt. Also gar nicht viel Spannendes. Und dann kam ein ziemlich interessanter Teil. Schauen wir uns diesen Stand mal wirklich an. Also, wir müssen, glaube ich, sogar nochmal durchstarten, weil ich ein paar Methoden hinzugefügt habe. So, das ist der aktuelle Stand. Die Daten sind natürlich weg, weil ich in Memory war. Fügen einmal das hinzu. Fügen von mir aus jetzt auch nochmal den Christian hinzu, der war eben noch nicht dabei. Und die Aufgabe war, und ich zeige auch gleich, wie ich es implementiert habe, dass wir hierüber dann einen Primärschlüssel, einen Upvot oder einen Download machen konnten. Hello World hat jetzt zwei. Hello World hat jetzt, oh ne, jetzt habe ich noch einen hinzugefügt. Wo ist denn mein Upvot? Hello World hat jetzt drei. Das war die Aufgabe. Wir sollten, wie wir das auch später online machen sollen werden bei dieser Starrit-Applikation, hier die Möglichkeit haben, up und down zu voten. Okay, schauen wir uns mal an, was ich denn eigentlich gemacht habe. Ich habe zwei Dateien geändert, den Entry-Controller und den Entry-Service. Schauen wir uns erstmal den Entry-Controller an. Was da letztlich passiert ist, ich habe eine Methode upvote. Die macht eigentlich relativ wenig, denn die gibt das Ganze nur an den Service weiter. Da haben wir das letzte Mal schon drüber gesprochen. Es ist schön, wenn ihr eine Trennung habt. Das eine kümmert sich darum, okay, die Daten kommen irgendwie rein. Aber der Upvote findet woanders statt, denn der könnte zum Beispiel auch von einer ganz anderen Schnittstelle kommen. Der könnte auch in einem Unit-Test stattfinden, etc. Also, was machen wir hier? Okay, wir haben diesen Entry-Part. Dann haben wir diese geschweifte Klammer mit der ID und dann sagen wir Upvote. Und wie macht man das? Okay, analog zum Request-Parameter, das war die Geschichte mit, ich übergebe irgendwas mit Fragezeichen, Variablename gleich, können wir hierüber sagen, okay, binde mir das, was in dieser URL, in diesen geschweiften Klammern steht, an diese Variable ID. Okay, und dann rufen wir unsere Service-Methode auf, die eben den Upvote machen soll.
Schauen wir uns jetzt mal eben diese Methode an. Downward funktioniert natürlich analog. Okay, was machen wir? Wir versuchen erstmal, und hier wieder über unsere magische Entry-Repository-Methode, einen Entry zu finden. Es kann natürlich sein, dass irgendjemand, das sehen wir auch gleich mal im Logging, einen Entry versucht abzuvoten. Zum Beispiel diese Zahl, die wir gar nicht haben. Entry not found. Da sollten wir natürlich auch nichts machen. Dann versuchen wir die Votes zu finden. Es kann natürlich auch sein, dass wir eigentlich gar keine Votes haben, weil die Datenbank irgendwie ein bisschen kaputt ist oder ähnliches. Das ist sicherlich was normalerweise gar nicht vorkommt, aber wenn ihr euch erinnert, ich hatte ursprünglich erstmal eine persistente Datenbank auf dem Dateisystem und initial waren manche der Daten noch null. Das heißt, da hat es dann geknallt und als zusätzliche Prüfung kostet das euch an Laufzeit gar nichts, macht aber die Applikation robuster. Generell, aber das ist jetzt auch so ein bisschen persönlicher Stil, ich bin jemand, der sehr, sehr defensiv programmiert, sprich viele solche Abfragen einbaut. Einfach deswegen, weil man feststellt, dass viele Dinge, die eigentlich nie passieren können, unglücklicherweise in der Praxis doch passieren. Wie zum Beispiel plötzlich ist doch irgendein Vote null. Und bevor dann die Applikation mehr oder weniger ein riesiges Exception wirft oder der Benutzer irgendetwas sieht, was eigentlich gar nicht zu sehen bekommen sollte, prüfe ich einfach nochmal. Aber wie gesagt, also das ist eine Prüfung, die macht definitiv Sinn. Diese Prüfung macht keinen Sinn. Na, macht keinen Sinn, ist sicherlich übertrieben, aber ist, glaube ich, mehr so ein bisschen persönlicher Stil. Und dann, ich versuche jetzt mal langsam runter zu scrollen, damit man nicht alles sieht. Scheiße. Okay, ja, nee, das klappt einfach nicht so. Didaktisch ist mir will. Okay, dann erhöhe ich die Vote um 1. Was kann denn jetzt schief gehen, ohne dass ihr es potenziell schon gelesen habt? Ja, ihr habt es halt schon gelesen, ich gebe zu, das macht es didaktisch ein bisschen schwierig. Okay, auf jeden Fall, was natürlich passieren kann, und das ist eine Sache, über die denkt man eigentlich gar nicht nach. Ey, ich habe einen Long. Long kann, also ich meine, Int kann, ein Unsigned Int, ein Signed Int kann 2,4 Millionen, Milliarden Werte enthalten. Long natürlich nochmal eine ganze Ecke mehr. Nichtsdestotrotz ist das einfach ein Fehlerszenario, was natürlich passieren kann. Irgendeiner hat per Skript immer wieder eure Upvote-URL aufgerufen, um irgendwas zu manipulieren oder wie auch immer. Und plötzlich wird das Ganze durch einen Overflow negativ und das möchte man natürlich irgendwie nicht machen. Das heißt, natürlich macht es auch Sinn zu prüfen, ob die Daten, die ihr in eurem Objekt speichert, irgendwie valide sind. Und in dem Fall tatsächlich zu sagen, okay, wenn das durch den Vote negativ geworden ist, setze ich es auf den Maximalwert. Das hätte man auch anders machen können, indem man einfach vor dem Addieren prüft, dass der Vote noch nicht Long Max Value ist. Das ist sicherlich auch ein bisschen persönliche Stilfrage. Was wir dann machen, ist... theoretisch. Bei dem Fall ist das eine interessante Frage. Was ich wahrscheinlich machen würde, ist also wenn ich genau diesen Fall testen will, per Reflection den Wert einfach auf Long Max Value setzen. Beziehungsweise, wenn wir auch mal reinschauen, wir haben ja im Entry schon ein Setter für Votes. Das heißt, ich kann den auch einfach, ich generiere mir ein Entry, pack den quasi in meine In-Memory-Datenbank, setz aber den Wert natürlich vorher auf Long Max Value, rufe dann die Service-Methode auf, prüfe beispielsweise das Logging. Frage beantwortet? Ja. Und ich muss feststellen, dass ich die Fragen immer noch mal hier ins Mikro sage. Die Frage war übrigens, wie geht man mit der Test-Coverage um? Weil ansonsten hört man die nämlich gar nicht. Okay, dann persistiere ich die und alles ist gut. Das ist ja der aktuelle Stand, den wir haben. Irgendjemand eine Idee, was da schief gehen könnte? Ich starte es nochmal ganz kurz neu. Wir legen mal ein Entry an. Dann zeige ich euch ein kleines Tool. Und dann wird es nochmal ganz interessant. Also wir haben erstmal nichts in der Datenbank. Mein Lieblingsbeispiel, ach, sowas. Okay, was passiert denn jetzt, wenn mehrere Leute Entry-Upvote aufrufen? Gut, können wir machen. Können jetzt ja hier einfach nochmal sagen, okay, Upvote, dann ist es eine 2. Können wir noch ein paar Mal machen. Was passiert denn, wenn mehrere Leute... Oder wenn der gleiche das sehr schnell hintereinander aufruft. Na gut, wenn es der gleiche ist, macht er das irgendwie sequenziell, das wird sicherlich auch noch klappen. Spannend wird es aber, wenn wir jetzt sagen, mehrere Leute rufen das parallel auf. Es gibt so ein cooles Tool namens AB, Apache Benchmark. Hier ist es irgendwo auch, na gut, ich gebe zu, die Fehlermeldung ist nicht wirklich hilfreich. Aber damit kann man
Aufrufe simulieren. Damit kann man eine ganze Menge machen mit Time Limits, Timeouts, Verteilung etc. Aber was uns interessiert ist, wir werden damit jetzt gleich einige, sagen wir von mir aus 1000 Requests abschicken mit 10 Benutzern gleichzeitig. Das heißt, insgesamt sollte die Zahl, die hier steht, natürlich 1002 sein, weil wir insgesamt 1000 Upvotes gemacht haben. Schauen wir uns mal an, was da wirklich drin steht. A, B, wir wollen 1000 Requests mit 10 Benutzern an localhost 8080 Entry 1 Upvote machen. Lassen das laufen. Sie sind kurz irritiert, dass es ein bisschen dauert. Okay, und haben 1000 Requests gemacht. Schauen wir uns mal an, wie viele wir haben. Wir haben ja gerade 276. Also irgendwie sind es roundabout 720 Requests verschwunden oder Upvotes. Schauen wir uns mal an, was im Logging passiert ist. Wir sehen, hier kam irgendein über den Entry Controller ein Upvote rein für die entsprechende ID. Wir sind dann in die Service-Methode gelaufen, haben uns das Entry-Objekt geholt, was dann zum Beispiel 274 hatte. Haben das dummerweise aber mehrmals gemacht, weil wir sind mit 10 Benutzern gleichzeitig draufgegangen. Haben das um 1 erhöht auf 275 und haben es in der Datenbank gespeichert. Und das potenziell mehrere Male hintereinander. Und quasi so aus dem Bauch heraus, jeder vierte Request kam durch. Die anderen kamen ja auch durch, aber hatten die gleichen Werte und wurden auch entsprechend überschrieben. Jetzt gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie wir damit umgehen können. Wir können, und das werden wir letztlich auch tun, natürlich diesen Eintrag locken. Das heißt, wir sagen, okay, ich bearbeite ihn gerade und in der Zeit kann jemand anders ihn bearbeiten. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, das zu machen, ganz grob. Wir können pessimistisch locken, das heißt, wir sagen, oh, es wird auf jeden Fall irgendwas schief gehen, wir locken jetzt auf jeden Fall. Oder wir locken optimistisch, das heißt, wir probieren es erstmal und gucken, ob es knallt. Aus dem Bauch heraus kann man sagen, okay, wenn ihr wisst, das ist irgendetwas, wo sehr, sehr häufig was schief gehen könnte, macht ein pessimistisches Logging Sinn, wenn auf diese Entität von vielen, vielen Stellen zugegriffen wird. Weil ansonsten, wenn wir optimistisch locken und erst am Ende feststellen, hier hat es geknallt, durchlaufen wir sonst immer diesen ganzen Code. In dem Fall ist das, wenn wir jetzt wirklich bei diesem ganz konkreten Beispiel bleiben mit dem Upvote, völlig egal, weil wir tatsächlich kaum Logik da drin haben. Aber wenn man natürlich mehr Logik hat, macht das unter Umständen mehr Sinn, weil man dann quasi den ganzen Kram wieder zurückräumen muss. Auch dafür bietet die Persistenzschicht, die wir verwenden, eine Lösung. Schauen wir uns die mal an. Achso, keine Frage. Bietet sie eine Lösung. Und zwar werden wir jetzt an dieser Stelle noch ein Add-Version-Tag hinzufügen. Was macht dieses Add-Version-Tag? Wir sagen einfach, okay, es gibt eine Version in diesem Eintrag. Und was passiert jetzt? Wenn ich hier etwas hole, hat das eine bestimmte Version. Also Version 1, Version 2, das wird quasi im Hintergrund aktualisiert. Wenn ich es speichere, wird die Version um 1 inkrementiert. Aber vorher wird geschaut, hat denn der Eintrag, der in der Datenbank gespeichert werden soll, überhaupt noch den entsprechenden Wert? Also letztlich macht man dann ein Update mit einer Where-Bedingung, so salopp formuliert. Und dann stellen wir fest, bei ganz vielen Fällen, die wir eben gesehen haben, nee, Moment, das kann gar nicht mehr klappen, weil ich habe das zwar in Version N geladen und eigentlich möchte ich das Update jetzt immer noch auf Version N machen, aber die ist gar nicht mehr da, weil in der Zwischenzeit einer der anderen Threads, einer der anderen User schon gespeichert hat. Dann fliegt eine Exception und die fangen wir einfach. Und wir behandeln das nicht an dieser Stelle, weil was letztlich passieren soll, ist ein bisschen Geschmackssache oder letztlich nicht nur Geschmackssache, sondern auch eine technische, fachliche Frage des Aufrufers. Das heißt, wenn wir uns jetzt mal den Entry Controller anschauen an der Stelle. Wo ist es denn? Ah ne, ich muss denn quasi diese Version sehen. Checken wir das einfach mal aus, weil wir es dann auch gleich direkt testen können. Bei dem Upvote probieren wir das Ganze jetzt, den Upvote zu machen. Dadurch, dass wir jetzt diese Annotation at Version haben, wird beim Save natürlich geschaut, ob das funktioniert. Wenn es nicht funktioniert, weil in der Zwischenzeit jemand geschrieben wurde und die Version eben nicht mehr dem Wert entspricht, den wir noch quasi im Speicher haben, wird diese Exception geworfen. Und in dem Fall probieren wir es einfach nochmal, damit wirklich auch tatsächlich komplett gevotet wird. Schauen wir uns jetzt mal wieder gleich mit dem Apache Benchmark Tool an, ob das jetzt besser funktioniert. Also ich mache heute nur mal so zwischendurch, während ich hier warte, die Erklärung der Übung sehr, sehr ausführlich, weil das tatsächlich ein sehr wichtiger Punkt ist. Das ist auch einer, der sicherlich nicht
in dieser Trivialität, aber in wesentlich komplexeren Szenarien auch in der Praxis immer mal wieder auf die Füße fallen kann, dass eben Entitäten von verschiedenen Stellen parallel bearbeitet werden. Und dummerweise sieht man es dann leider nicht so einfach. Also klar, wenn man diese Inversion-Geschichte hat, schon, aber dass einfach dieses Concurrency-Konzept meistens gar nicht so einfach zu handeln ist, das entspricht leider der Realität. So, schauen wir uns jetzt mal an, was wir da persistiert haben. Gar nichts. Speichern uns den Eintrag mit einer 1 als Vote. Wir rufen wieder unseren Apache-Benchmark auf, stellen hier übrigens auch fest, dass wir eine ganze Menge an sehr, sehr interessanten Informationen kriegen, Mittelwert, Median etc. von Connect Processing, Waiting und so weiter. Machen Sie einen Refresh und haben tatsächlich genau diese 1001 Einträge. Das heißt, wir sehen jetzt hier auch ganz häufig, okay, Moment, da gab es ein Problem, ich probiere es nochmal, Moment, da gab es ein Problem, bis quasi alle durch sind. Gut, das gleiche habe ich nicht mehr so spannend für Downvotes gemacht, dann das Ganze noch ein bisschen refactored, dass das ein bisschen schöner ist. Und zu guter Letzt hatten wir auch noch diese Geschichte, dass ich gerne alle Entries, die ich in meiner Datenbank habe, gerne als JSON sehen möchte. Das war ein bisschen was Nettes zum Abschluss. Wenn ihr euch erinnert, ihr konntet einfach eine Methode schreiben, die euch irgendetwas zurückgibt, was eine Liste oder eine Map hat. Und das Ganze wird über diese Annotation letztlich als JSON rausgerendert und über ein hübsches Chrome-Plugin dann auch entsprechend formatiert angezeigt. Und genau an dieser Stelle sind wir heute. Und was wir jetzt machen wollen, ist unsere Applikation, ich check sie mal aus bis zu dieser Stelle, starte sie mal durch, ein bisschen hübscher zu machen. Das war gelogen, wesentlich hübscher zu machen. Also im Moment sieht sie ja so aus. Je nach persönlichem ästhetischen Empfinden reicht das vielleicht. Ich muss sagen, ich finde sowas tendenziell hübscher. Okay, wie fangen wir an? Zunächst schauen wir uns mal an, wir bräuchten ein paar CSS-Klassen, ein bisschen HTML, was wir weiter müssen, um damit zu arbeiten. Was ganz häufig verwendet wird, ist letztlich Bootstrap. Also Twitter Bootstrap ist eigentlich der richtige Name, weil das von Twitter geopen source wurde. Ist eine Menge von Best Practices im Bereich HTML, CSS, JavaScript, was wir letztlich verwenden. Was wir also machen ist, wir laden das Ganze runter, entpacken das, dann haben wir es hier liegen und damit machen wir gleich was. Wir werden auch später sehen, ich werde auch immer mal wieder zeigen hier in der Dokumentation, wo man bestimmte Informationen findet. Allerdings, bevor wir das machen, mache ich noch eine Sache, die ich sonst vergessen hätte. Und zwar wurde ich zu Recht darauf angesprochen, dass wir gar keine Packages haben. Ich weiß nicht, von irgendeinem von da hinten, ja genau, völlig valide. Insofern werden wir das Ganze erstmal noch so ein bisschen refactoren. Wie wir jetzt schneiden, ist auch ganz groß persönliche Stilfrage. Auch wir haben in unseren Projekten, ich glaube Christian ganz aktuell, ne, immer mal wieder überlegt, okay, wie schneiden wir genau solche Web-Applikationen? Erstmal haben wir ganz salopp gesagt zwei Möglichkeiten. Wir können sie fachlich schneiden. Das heißt, wir hätten jetzt ein Package, was sich um alles für Entries kümmert. Da wäre dann die Entry-Klasse drin, Entry-Controller, Entry-Repository, Entry-Service. Oder Variante 2. Wir schneiden technisch. Wir haben ein Package, in dem sind die Controller, in dem ist der Service. Wir haben ein weiteres Package, was sich komplett um die Persistierung kümmert. Und wie ich schon zu Beginn der Vorlesung gesagt habe, ein richtig und falsch gibt es eigentlich nicht. Das ist letztlich eine Sache, da müsst ihr euch im Projekt oder gut, wenn ihr alleine arbeitet, einfach nach persönlichem Stilempfinden entscheiden. Und dann ist es aber wichtig, egal wie ihr euch entschieden habt, bleibt dabei und seid konsistent oder refactored komplett, klar. Was wir jetzt aber erstmal hier machen, ist natürlich dann sagen, ihr seht ja schon, wie ich schneide quasi technisch. Ich das persönlich einfach schöner finde, Service und zu guter Letzt alles, was mit Persistierung zu tun hat. Ich sage auch mal, warum ich sie schöner finde. Es ist nicht nur eine Frage des Zielempfindens, sondern ich habe jetzt hier letztlich auch so ein bisschen nochmal die Schichten etwas abgetrennt. Alles, was im Controller ist, kommt per Request rein. Das geht dann an die Service, an irgendwas, was im Service drin ist, was das letztlich weiterverarbeitet. Und wenn irgendwas persistiert werden soll, geht es quasi in die nächste Schicht. Das heißt, ich habe jetzt diese Art von Trennung gewählt. Gut, wir haben hier zwei Controller, die kommen nach Controller. Dann haben wir was zum Thema Persistierung, nämlich das Pojo und das Repository. Und zu guter Letzt haben wir natürlich noch den Service. Klar, im Moment sind die Packages ein bisschen vereinsamt, aber nichtsdestotrotz sinnig ist es auf jeden Fall. Refactoring, Packages.
Das ist nicht gut. Okay, dann machen wir es erstmal ganz kurz. Also IntelliJ hat gerade gemeckert, weil ich quasi in keinem vernünftigen Zustand bin. Wenn ich tippen kann. Schauen wir uns das jetzt mal an. Ich starte jetzt mal den Server neu, um zu gucken, ob noch alles läuft. Das war gerade ziemlich dumm. Vielleicht. Schauen wir mal. Okay, war doch nicht alles dumm. Hat geklappt. So, jetzt machen wir erstmal das Refactoring. Und jetzt habe ich ja gesagt, okay, wir haben diese Bootstrap-Geschichte runtergeladen. Jetzt möchten wir natürlich irgendwas mit denen machen. Das ist eine Menge von CSS-Klassen, paar Fonts, bisschen JavaScript. Und das möchten wir natürlich irgendwie in unserer Applikation greifbar haben, damit wir es letztlich in unserer Index-HTML-Datei und auch später in anderen HTML-Dateien verwenden können. Wenn wir in unserem Ressources-Verzeichnis, da haben wir bisher nur die Templates drin, ein neues Verzeichnis static anlegen, können wir da beliebige Dateien ablegen, die unabhängig von diesem ganzen Controller-Workflow zur Verfügung stehen. Das heißt, wenn wir jetzt einfach mal Test.html eingeben, zu nicht so kreativ der Name, und uns das anschauen, klappt das. Super, das heißt, wir haben jetzt irgendwie statischen Content. Aber eigentlich wollen wir natürlich nicht irgendwelche Test-HTML-Dateien haben, sondern wollen diese Bootstrap-Geschichte drin haben. Was machen wir dazu? Okay, wir kopieren die quasi auch hier runter. Das heißt, wir markieren einfach mal alles, kopieren es hier rüber, fügen es bei Git hinzu, können eigentlich auch diese Test-HTML wieder löschen. Die war ja nur zur Verdeutlichung da. Und committen erstmal. Wir haben jetzt also einfach ein Plain Bootstrap, was wir aber noch nirgendwo eingebunden haben. Twitter Bootstrap. Okay, jetzt wollen wir das irgendwie in unser Index.html einbinden. Schauen wir uns erstmal an, wie unsere Seite aktuell aussieht. So sieht sie aus. Okay, jetzt nicht wirklich spannend. Erster Schritt, den wir machen, ist einfach zu sagen, wir haben ein Style-Sheet. Was, und ihr erinnert euch, theoretisch kann man ja über href arbeiten, aber wir haben dieses Simleaf Template Engine, die uns die ganze URL-Verlinkung abnimmt. Das heißt, wir sagen an dieser Stelle über diese Add-Annotation, selbst wenn diese Applikation nicht auf Root deployed ist, sprich, wenn hier eigentlich noch irgendwas steht, findet das dann an der richtigen Stelle, findet Simleaf quasi die Dateien an der richtigen Stelle. Gleichzeitig, was auch immer wieder fehleranfällig ist, eigentlich sieht das ja hier so aus, das liegt in Static CSS. Aber das wird quasi abgebildet auf Root. Das heißt, alles, was in Static ist, ist quasi Wurzelverzeichnis. Das heißt, wir wollen halt nur CSS haben. Dann nehmen wir erstmal die CSS-Klasse per se. Und das Gleiche wollen wir natürlich auch noch für das Theme haben, was uns auch noch schon ein paar weitere Klassen bietet. Das sollte die Datei sein. Okay, wenn wir jetzt einfach nochmal schauen, wir haben nur die beiden Styles angebunden, aber nichts anderes gemacht. Sieht die Geschichte schon mal anders aus. Also nicht viel, aber irgendwie hat das scheinbar schon geklappt. Das heißt, wir haben jetzt included Bootstrap. So, und jetzt werden wir peu à peu die nächsten 50 Minuten unsere Applikation so erweitern, dass immer mehr von diesem Bootstrap verwendet wird, um am Ende die Tabelle schön zu machen, um ein Eingabefeld zu haben, um die ganze Applikation zumindest erstmal für diese Eingabe wirklich schön zu machen. Das Erste, was mir auffällt, ich mache erstmal einen Eintrag rein und von mir aus noch einen. So, zwei. Das Erste, was mir auffällt, dieser Footer, der eigentlich extrem praktisch ist, weil ich weiß, meine Applikation funktioniert noch bei dem Refresh, ich sehe ja immer die aktuelle Zeit, sollte eigentlich nach unten wandern. Okay, nach unten wandern ist die einfache Lösung das hier. Aber natürlich wird das nicht funktionieren. Weil jetzt steht es da drunter. Ich möchte aber, dass es hier unten ist. Okay. HTML bietet mir eine Annotation Footer, aber dummerweise ist die rein semantisch. Macht gar nichts. Also müssen wir ein bisschen mit CSS arbeiten. Dafür brauchen wir unsere eigene CSS-Datei, wo wir eben verschiedene Sachen reinspeichern können. Die legen wir jetzt hier auch mal an. Okay. Und in der Klasse Footer soll die Position einfach mal absolut sein und die soll ganz unten sein. Schauen wir uns das mal an, wie das jetzt aussieht.
Ah, schon mal nicht schlecht. Machen wir das Ganze auch nochmal hellgrau. Okay. Wird noch nicht ganz funktionieren. Ich zeige auch gleich warum. Aber ist schon mal ein guter Start. Das heißt, wir haben jetzt schon mal unseren Footer. Was passiert denn jetzt, wenn wir wesentlich mehr Elemente hätten hier? Das Tolle an dieser Schreibweise mit der URL ist, dass wir jetzt auch ganz schnell per Kommandozeile neue Einträge hinzufügen können. Schauen wir uns mal an, wie wir das machen. Okay, das ist jetzt ein bisschen Bash-Gespiele. Ich sage von 1 bis 100. Erstmal zeige ich mir an, dass es überhaupt klappt. Na. Vielleicht noch ein N. Okay, so, ich kann irgendwas mit 100 machen. Curl ist ein Tool, mit dem ich jetzt einfach URLs aufrufen kann. Ich sage localhost 8080. Was war das? Entry Title gleich und ich nenne das Ding einfach mal Title I. Was macht das Ganze jetzt? Okay, für die Zahlen von 1 bis 100 sollen an die Variable I gebunden werden. Dann rufe ich Curl eben damit auf mit dieser URL und im Title soll dieser String übergeben werden. Wenn ich das mal mache, dauert es einen kleinen Moment. Jetzt schaue ich mir mal an, was ich hier habe. Habe ich hier diese Werte. Das sieht ja erstmal per se gar nicht schlecht aus, mein Footer ist noch hier unten. Aber eigentlich ist das, glaube ich, nicht gewünscht gewesen. Okay, das heißt, da müssen wir noch ein bisschen dran arbeiten. Das, was ich jetzt quasi auch noch mache, ist in, ja, nennen wir es mal Erfahrung, Trial and Error etc. rausgekommen. Insofern, das muss man, glaube ich, gar nicht aus dem Kopf wissen. Schauen wir uns das jetzt mal an, wir haben das noch hinzugefügt. Ja, das sieht doch schon besser aus. Jetzt wandert er auf jeden Fall mit. Aber ist immer noch nicht so ganz lesbar. Das heißt, wir sagen jetzt noch, dass wir natürlich ein bisschen Platz unten haben wollen. Sagen wir mal 50 Pixel. Schauen wir uns das jetzt mal an. Okay, jetzt sieht unser Footer gut aus. Das sieht doch jetzt schon mal viel, viel besser aus als eben. Na, jetzt habe ich die Anwendung dummerweise neu gestartet, aber das stört ja nicht. Footer with enabled page scrolling. So. Okay. Damit haben wir jetzt schon mal einen hübschen Footer. Frage. Ja, pardon. Achso. Ja, so semi. Und zwar, also ich bin auch kein CSS-Experte, das muss man dazu sagen. Also das ist mehr so irgendwie im Rückenmark drin und das funktioniert dann einigermaßen. Was wir hier erstmal damit sagen, okay, die Position dieses Footers ist absolut, also nicht relativ zu der Seite. Und der Abstand zum Punkt unten an der Seite soll einfach quasi null sein, also gar keine Pixel. Gut, Farbe ist, glaube ich, selbsterklärend. Body ist, glaube ich, einfacher zu erklären. Und zwar soll, wenn wir uns mal das HTML von diesem Index anschauen, ist das ja der gesamte Body-Teil. Und dann sagen wir aber, der Teil, der quasi gerendert wird, der soll auf jeden Fall einen Abstand zum Bottom, also zum Grund der Seite haben von 60 Pixel. Das wird ja dynamisch gemacht. Das heißt, an dieser Stelle haben wir hier aber bei dem Footer eine absolute Position. Das heißt, wir haben da einfach diesen Platz bekommen. Und bei dem Teil muss ich ganz, ganz ehrlich sagen, das habe ich irgendwann mal irgendwo gefunden und weiß es nicht mehr. Also generell ist es bei diesen Bootstraps so, ich werde euch das auch gleich mal zeigen, vieles von dem, was ich euch jetzt einfach aus dem Kopf zeige, ist etwas, was man eigentlich nicht wirklich weiß. Also ich meine, wir werden gleich zum Beispiel so eine Navigationsbar machen. Da kann ich natürlich einfach an der Stelle sagen, ich möchte eine Navbar haben. Da kriege ich schon irgendwie alles her. Analog dazu, ich möchte zum Beispiel hier, wie kann man denn anfangen? Nehmen wir mal an zum Beispiel, ich möchte, wo ist es denn? Examples. Ich möchte irgendwas haben, was Pi mal Daumen so aussieht. Ja gut, dann klicke ich hier drauf und habe erstmal den Quellcode und kann den erstmal kopieren und erweitern. Hier ist noch immer ganz viel dabei, was wir für die Vorlesung nicht brauchen, was einfach von der Erklärung auch zu weit führt. Insofern baue ich das jetzt quasi per Hand. Ja, genau, baue ich das jetzt per Hand. Aber viel davon ist einfach auch so ein bisschen Best Practice. Und ich muss sagen, ich bin kein Frontend-Designer. Also ich bin mehr so im Backend unterwegs. Ich kriege das in etwa so hin, dass es einigermaßen hübsch aussieht. Und dann kommt irgendwie jemand von der UX-Abteilung und sagt, alles scheiße. Und dann mache ich irgendwie nochmal hübsch. Okay, aber Ziel war jetzt ja eigentlich, dass wir das Ganze erstmal ein bisschen hübsch kriegen. Von mir ist sogar noch ein paar Einträge drin haben. Ich war noch gar nicht da drin. So. Okay,
Erst was wir machen ist, wir wollen Navigationsbar haben. Die hat als Klassen auf jeden Fall erstmal eine Navbar. Da haben wir drinnen eine Class Container. Also wie gesagt, vieles von dem wird normalerweise automatisch generiert. Nur dann habt ihr so viel Code und dann ist irgendwie gar nicht klar, was passiert. Dieser Container sorgt zum Beispiel dafür, dass das Ganze ein bisschen mehr eingerückt wird, dass es auch ein bisschen besser funktioniert später. Da möchte ich jetzt wieder ein Div haben mit einem Navbar Header. Das heißt, das, was quasi da hier drin stehen soll. Und schreiben wir da doch erstmal einen Test rein und gucken uns das an. Okay, irgendwie klappt das schon. Allerdings wollen wir diesen Teil natürlich hier weiter drunter haben. Das sieht doch schon mal, naja, ich will nicht sagen, aus wie eine Navigationsbar, aber es kommt schon mal in die richtige Richtung. Okay, da, wenn wir uns mal überlegen, wie so eine Seite eigentlich aussieht, es ist so, dass wir immer ganz links die Möglichkeit haben, wieder quasi auf die Hauptseite zu kommen. Das heißt, es wäre ganz toll, wenn wir hier eigentlich einen Link hätten. Und href ist eigentlich doof, weil wir wissen ja nicht genau, wo wir deployed werden, also nehmen wir das, auf die Hauptseite zu kommen. Und machen wir erstmal hier Hauptseite rein. Schauen uns das mal an. Prinzipiell schon mal nicht schlecht. Jetzt ist aber natürlich dieser Hauptlink, den wir auch hier sehen. Insofern wäre das ganz schön, wenn das Ganze ein bisschen präsenter wäre. Die Class ist Navbar Brand. Schauen wir uns das mal an. Das sieht doch schon mal gar nicht schlecht aus. Na gut, Hauptseite ist jetzt irgendwie ein bisschen doof als Name. Eigentlich würden wir natürlich gerne das hier haben. Index Title. Weil so haben wir das Ganze auch genannt. Aber irgendwo fehlt was. So. Das sieht schon mal nicht schlecht aus. Dann brauchen wir auch diesen ganzen Kram natürlich nicht mehr, weil wir jetzt oben schon stehen haben. Und Starrett Homepage ist eigentlich blöd, weil eigentlich soll das Ganze ja nur Starrett heißen. Das heißt, ich gehe jetzt in diese Internationalisierungsdatei, die wir heute auch noch ganz viel sehen werden, ändere das einmal und habe schon, naja, sagen wir mal eine Navigationsseite, weil ich kann damit navigieren. Okay, das ist schon mal gar nicht mal so schlecht, Navigation Bar. Aber so richtig hübsch ist sie natürlich noch nicht. Okay, was wir jetzt noch wollen, ist, dass das Ganze schwarz auf weiß ist. Das ist mehr so eine persönliche Zielfrage. Ich finde das eigentlich immer ganz nett. Das heißt, wir sagen, das Ganze wird invers. Und was wir auch möchten, ist, wenn wir wieder viele Einträge haben, ich zeige das jetzt nicht, und dann scrollen, dass die natürlich quasi, ich sag mal, bleibt. Ach, ich zeige es einfach mal. Machen wir das Ganze jetzt erstmal so. Dann ist es schon invers. Super. Aber wenn wir jetzt sehr viele Einträge hätten, wir nehmen wieder unser Lieblingsskript, sehen wir, die scrollt weg. Eigentlich finde ich es viel schöner, wenn sie quasi stehen bleiben würde. Dazu sagen wir einfach Navbar Fixed Top. Das heißt, sie soll jetzt an der entsprechenden Stelle bleiben. Und all diese Klassen, die ich jetzt hier gerade benutze, die sind quasi von Bootstrap vorgegeben. Also das meine ich mit, das ist eine ganze Menge von Best Practices. Wenn man viel von Bootstrap kann, kann man entsprechend einfach, ohne dass man mein Problem wirklich alles genau versteht, letztlich einigermaßen hübsche Webseiten machen. Das nochmal anschauen und jetzt scrollen, sieht das schon mal gar nicht schlecht aus. Aber, ja, dadurch, dass es jetzt hier fixed ist, verlieren wir hier natürlich ein bisschen an Platz. Wenn wir uns nochmal den Quellcode dieser Seite anschauen, die Sachen sind schon hier, aber wir sehen sie nicht mehr. Das heißt, wir müssen jetzt auch wieder diesen Body ein bisschen runterschieben. Das heißt, der Abstand zum nach oben, ach, machen wir ruhig mal 60 Pixel. 60 Pixel, dann sieht das auch schon gar nicht mehr so schlecht aus. Okay, das heißt, wir haben jetzt eine beautiful Navigation Bar. Ich weiß nicht, warum ihr lacht. Alles wunderbar. So, okay, das sieht doch schon mal gar nicht schlecht aus. Das heißt, wir haben jetzt zumindest eine Navigationsleiste. Ihr werdet auch in der Übung sehen, wie ihr quasi hier noch weitere Menüpunkte eintragen könnt. Aber kümmern wir uns jetzt um den nächsten Punkt, nämlich die Tabelle ein bisschen schöner zu machen. Dazu starte ich einfach erstmal den Server nochmal durch, damit wieder alles gelöscht wird. Okay, füge wieder 18 Einträge können wir nicht hinzufügen, das ist gar nicht schlecht hier über unser Skript. Super, 10 Einträge, aber keine wirklich hübsche Tabelle. Schauen wir uns jetzt mal an, was wir hier machen können. Okay, erstmal machen wir den Rahmen weg, der war jetzt nicht so relevant. Okay, sieht noch schlechter aus. Aber
Wir können eine Bootstrap-Klasse namens Table verwenden. Wenn wir die verwenden, will ich nicht sagen, dass es gut aussieht, aber zumindest schon mal besser. Weil wir jetzt ein bisschen mehr Platz haben, wir haben jetzt hier diese hübschen Linien und so weiter. Das heißt, der erste Schritt ist ja schon fast getan. Bootstrapped Table. Bootstrapped Table. Okay, jetzt finde ich es erstmal schön, wenn wir natürlich irgendwelche Überschriften hätten. Okay, wir nehmen jetzt einfach ein bisschen HTML, um dann zu sagen, wir haben eine Tabelle mit, erstmal zum Testen, ob das überhaupt so klappt. 1, 2, 3. Okay, sieht schon mal gut aus. Jetzt wollen wir natürlich Variante 1, wir können hier direkt hinschreiben ID und Votes und Title. Können nochmal gucken, ob es klappt. Aber, Stichwort, wir wollen alles von Anfang an internationalisieren. Das heißt, wir schnappen uns einfach mal das, damit wir nicht so viel tippen müssen. Aber natürlich ist es nicht Entry ID, sondern wir sagen, wir sind im Index-Dokument. Ist auch eine persönliche Zielfrage, wie man das Ganze jetzt natürlich benennt. Ich finde es immer ganz schön, quasi so eine hierarchische Geschichte zu haben. Und dann finde ich den Kram natürlich auch wieder. Das heißt, wir haben einmal das, dann haben wir hier natürlich die Votes. Na, bitte? Genau, gutes Argument. Raute, weil wir internationalisierten Text wollen. Und zu guter Letzt, natürlich jetzt auch falsch gemacht, den Titel. Passen jetzt noch unsere Internationalisierung an. Ich weiß nicht, ob man das so erkennt. Eigentlich ist das doof. Wohl, nee, es geht schon. Und haben dann einfach Index Table ID gleich ID. Haben dann hier die Votes. Und haben zu guter Letzt den Title. Title. Um zu sehen, dass das auch wirklich jetzt die Internationalisierung nimmt, fügen wir hier einfach mal was hinzu. Das sieht schon mal gut aus. Das heißt, wir haben jetzt hier internationalisierten Text. Was noch nicht so schön ist, dass die Spalten jetzt natürlich alle den gleichen Platz brauchen. Okay, jetzt gibt es, das ein ziemlich cooles Konzept von Bootstrap ist, also ich erzähle übrigens gerade gar nichts zu Bootstrap, ist mir klar, aber ihr könnt einfach mal den Wikipedia-Artikel durchlesen, der kann das alles viel besser als ich. Das ganz coole ist nur, dass ihr quasi automatisch ein Responsive Design habt, das heißt, eure ganze Seite passt sich letztlich dem Device an, auf dem es angezeigt wird. Wenn ihr zum Beispiel diese Feedback im letzten Jahr Com-Seite öffnet, könnt ihr die auch auf dem Handy benutzen. Und das Ganze geschieht letztlich mehr oder weniger automatisch, das heißt, ihr müsst dafür nichts tun. Und dieses Grid-Konzept, wo ihr einfach sagt, okay, je nach Device ist meine Seite immer in 12 Spalten unterteilt, aber wie du die anzeigst, hängt einfach vom Anzeigegerät ab, ist auch meiner Meinung nach etwas, was Bootstrap tatsächlich auszeichnet. Und das wird auch sehr, sehr ausführlich, wie der ganze Rest natürlich, hier unter CSS erklärt. Da haben wir das Grid-System. Und da sehen wir jetzt zum Beispiel, je nachdem, was ich für ein Device habe und wie ich meine Spalten quasi benenne, ist meine Spaltenbreite durchschnittlich so weit, wenn ich auf einem iPhone bin, ist es quasi automatisch, auf einem iPhone, das war Product Placement, wenn ich auf einem Handy bin, abhängig vom Handy und so weiter. Und dazu gibt es halt jetzt auch noch dieses Präfix CallMD, mit dem man quasi sagen kann, okay, dieser Eintrag, den ich gerade habe, hat diese Spaltenbreite. Wenn wir uns das hier nochmal anschauen, na gut, da reicht mir wahrscheinlich erstmal Spaltenbreite von 1. Das heißt, wir haben hier wieder eine Klasse CallMD1, analog natürlich für die Anzahl der Votes. Und wir haben ja gesagt, das ganze Ding ist 12 breit. Das heißt, das machen wir auf 10. Ja, sieht schon mal besser aus. Jetzt noch eine Kleinigkeit. Ich habe ja eben hier oben gesagt, dass dieser Container dafür sorgt, dass das Ganze ein bisschen mehr eingerückt ist, dass verschiedene andere Dinge auch funktionieren. Das heißt, wir packen natürlich das hier alles noch in einen Container. Und zwar bis zum Footer. Wenn wir uns das jetzt nochmal anschauen, sieht das so aus. Ich finde die Tabelle eigentlich schon ziemlich hübsch. Das heißt, wir haben jetzt analog zur Beautiful Navigation Bar, Beautiful Table. Ihr glaubt mir alle nicht, okay. Okay, das ist ja schon mal gar nicht schlecht. Nächster Schritt, den wir machen wollen, ist, wir wollen jetzt ein bisschen mehr Interaktivität reinbringen. Das wäre ganz toll, wenn ich jetzt up- und downvoten könnte. Okay. Dazu machen wir das Ganze mal ein bisschen kleiner. Würde ich doch gerne hier in diesen Einträgen
die ich hier habe, immer noch so einen schönen Up-and-Download-Button haben. Wenn ihr euch an Starrett erinnert, da ist es ja tatsächlich so, wenn ich mich mal kurz einlogge, ich kann eigentlich gar nicht downvoten, sondern ich kann nur upvoten. Aber als erster Schritt ist das ja schon mal gar nicht schlecht. Wie mache ich das? Na gut, ich könnte zum Beispiel neben der ID mir noch irgendwas anzeigen lassen. Und wie vote ich jetzt up und down? Na gut, wir haben gesagt, dafür gab es ja diese URLs, die wir in der Übung angelegt haben. Ich kann jetzt auch hier theoretisch direkt sagen, ich möchte den mit der 5 upvoten. Dann sehen wir auch, okay, der ist, weil das natürlich nach Vote sortiert ist, nach oben gewandert und hat jetzt auch 2 Upvotes. Das heißt, wenn ich jetzt hier an dieser Stelle, wo ich im Moment nur die ID anzeige, ein bisschen mehr anzeigen lassen möchte, könnten wir mal zum Beispiel sowas hinschreiben. Erstmal zeigen wir uns wieder die ID an und nehmen wir mal an, wir hätten Up und Down, wir hätten hier sowas stehen. Wäre eigentlich ganz toll, wenn ich jetzt hier zum Beispiel Links hätte. Na, das ist schon mal gar nicht schlecht. Okay, Links habe ich doch eigentlich, weil ich habe hier wieder meine DataThHref Annotation. Jetzt bräuchte ich ja irgendwie meine ID, weil ich möchte ja am Ende für jede dieser Zeilen quasi eine eindeutige URL haben. Und ich möchte natürlich jetzt hier an der Stelle auch upvoten. Upvote. Und das Ganze möchte ich auch upnennen. Und das Ganze möchte ich auch downnennen. Und das Ganze möchte ich auch downvoten. Schauen wir mal zwar an, ob das jetzt klappt. Okay, auf jeden Fall habe ich schon mal Links. Und wenn ihr jetzt hier unten noch aufs Fenster... Na, sieht man natürlich nicht, wenn ihr... Oh Gott. Da... Da unten aufs Fenster schaut... Okay, man sieht das wirklich schlecht. Sehen wir jetzt hier, okay, localhost 8080, entry slash 7 slash upvote. Ich kann hier mal draufklicken. Dann wandert der auch hoch. Das heißt, jetzt kann ich hier upvoten. Jetzt kann ich hier downvoten. Das ist ja schon mal gar nicht schlecht. Ich habe jetzt also hier Up and Downvote. Up and Downvote. Ja, Daumen ist okay. Was wir vielleicht machen können, okay, aus dem Publikum, Wünsche aus dem Publikum, nehmen wir mal an, wir machen Glyph, ich weiß nicht, wie man schreibt, so, und dann kopieren wir mal das, probieren Arrow Up Glyph, irgendwie fehlt ein H, ne? G-L-Y-P-H, okay. Probieren wir mal sowas. Wunderbar, okay. Dann spontan Glück gehabt, dass ich doch wusste, welches Ding das war. Es ist kein Daumen, ich gebe es zu, aber... ja, Details. Ist ja auch Twitter, ne? Okay, und machen das Ganze noch ein bisschen schöner. Okay, na gut, also ich finde es ein guter Kompromiss, ja, also besser als dieser Text. Und wir können tatsächlich sehen, okay, wenn ich die Dinger jetzt hier upvote, gehen auch wirklich die Zahlen hoch. Wir sehen hier im Logging, hier passiert was. Ich kann auch Dinger downvoten, dann gehen die auch entsprechend runter. Also das ist doch schon mal ganz schön. Ich bin mir ganz sicher, den Commit-Kommentar kann man auch anders verstehen, ja, aber... okay, Schauen wir mal, was passiert. Nein, weil... Ach, gehen wir direkt mal in die Entry-Service-Methode. Denn analog für Check for Overflow habe ich natürlich hier geschaut, wenn es kleiner 0 ist. Das sehen wir vielleicht auch mal hier gleich im Logging. Hier ist das mit 0. Sehen wir Minimum Votes Reached, Ignoring Downvote. Also, ja, ich habe auch ein bisschen darauf geachtet. Aber in der Übung ist eine interessante Aufgabe dazu tatsächlich. Insofern, schön, dass du gefragt hast. Cool. So, das heißt, was wollen wir jetzt machen? Jetzt möchte ich natürlich nicht mehr hierüber immer irgendwelche Entries eingeben können. Das ist ja irgendwie langweilig. Jetzt möchte ich das Ganze ein bisschen schöner haben. Okay, nehmen wir mal an, ich hätte jetzt so eine HTML-Form. Was hat die immer? Na gut, ein Label wäre nicht schlecht, dass wir sagen, gib mir den Titel an. Dann haben wir von mir aus auch noch ein Input-Element. Das kann Text enthalten. Und wir haben einen Button, der... vom Typ her submitten kann. So. Ach so, das wird nicht funktionieren. Submit. So. Schauen wir uns das mal an.
Yay! Achso, natürlich, das muss noch wieder zu sein. Das Simleaf ziemlich, ziemlich streng. Ein Browser würde das einfach ignorieren, das funktioniert auch. Das sieht doch schon besser aus. Okay, ich könnte jetzt hier mal was eingeben. Klar, wird nichts passieren. Warum sollte auch was passieren? Wir haben bisher eigentlich nur gesagt, wie es aussieht. Schauen wir uns mal ein bisschen genauer an, was denn da als Request kommt. Ich werde das mal hier daneben machen. Wenn wir jetzt hier mal irgendwas eingeben, zum Beispiel Hallo, sehen wir auch, okay, es wurde ein Request an Localhost gemacht, ein Get-Request, das ist, wird später noch wichtig. Wenn wir uns hier mal anschauen, sehen wir gar nichts. Hm, gut, warum auch? Es wird zwar irgendwas abgeschickt und es wird auch dieser Text, oder es wird versucht, diesen Text Hallo abzuschicken, aber wohin? Na gut, oder unter welchem Variablennamen? Nehmen wir nur an, wir nennen das Ganze jetzt Title. Und noch ein Refresh. Schicken jetzt nochmal Hallo ab. Ah, okay. Es wird wieder ein Get-Request an diese URL abgeschickt. Mit dem Title Hallo. Auch schon nicht schlecht, aber wenn wir uns jetzt mal erinnern, wie das eigentlich aussieht, sehen wir, dass wir immer noch ein Entry davor hatten. Das heißt, an dieser Stelle, sicher nicht href, sondern action. Wenn wir das Ganze jetzt Richtung Entry laufen lassen und jetzt hier mal Hallo eingeben. Hey, ist es hier unten aufgetaucht. Das heißt, wir sehen hier, okay, es gab einen Request an diese URL mit diesem Parameter. Und das ist ja genau das, was wir wollten. Das heißt, wir können auf jeden Fall, zugegebenermaßen sehr hässlich, aber Sachen abschicken. Das heißt, Entry Form. Okay, das Ganze will ich jetzt noch ein bisschen schöner machen. Also quasi auch wieder mit Bootstrap machen. Erstmal möchte ich, dass das Ganze immer im Autofokus läuft. Das heißt, ich habe das Ding immer hier und kann quasi jederzeit was hinzufügen. Das ist schon mal gar nicht schlecht. Das heißt, Autofokus. Autofokus. Jetzt mache ich ganz viel Bootstrap-Kram, der notwendig ist, um das Ganze hübscher zu machen. Wir machen das mal peu à peu. Ich sage erstmal hier, dieser Button ist vom Typ Button und wir nennen ihn mal Button Success. Wie wird er dann aussehen? Grün und hübsch. Das ist schon mal nicht schlecht. Wir sind hier auf dieser Bootstrap-Seite, dann kann man sich nochmal anschauen, okay, was habe ich denn für Möglichkeiten, wie kann ich diesen Button nennen, okay, ich habe Button Default, Button Success ist dann entsprechend grün, Info, Warning und so weiter. Ich finde ja grün eigentlich ganz hübsch. Insofern ist der Button schon mal hübsch. Das nächste, was wir wollen, ist irgendwie das Title-Label ein bisschen hübsch zu machen. Dazu müssen wir noch einen kleinen Schritt zurückgehen. Dieses ganze Ding ist ja letztlich eine Gruppe von Elementen. Das heißt, wir sagen hier, wir haben hier wieder einen Div mit einer Klasse FormGroup. Die gehören entsprechend zusammen. Gut, das wird... Bitte? Das macht die Form nicht allein? Nee, weil ich ja, wenn ich ja mehrere habe, ich, nehmen wir mal, ich hätte jetzt noch ein Label, noch einen Input-Button etc., dann kann ich die dadurch natürlich gruppieren. Also in dem Fall passiert eigentlich noch ein bisschen mehr im Hintergrund, aber auch da muss ich sagen, bin ich ein bisschen überfragt. Also im Backend bin ich da ein bisschen besser. Genau, denn am Ende wird es hübsch aussehen. Genau. Okay, bei dem Label wollen wir erstmal sagen, okay, das soll eine Breite von 1 haben. Hatten wir eben schon. Und wir sagen, das ist ein Control-Label. Wenn wir das machen, sieht schon mal gar nicht schlecht aus. Jetzt wollen wir aber natürlich, dass dieses Textfeld am besten hier über die ganze Breite geht. Ja gut, damit wir das machen können, könnte man jetzt denken, okay, ich schreibe hier, weil wir noch ein bisschen Platz für den Button brauchen, so aus wie 10, hin. Refreshen. Sieht irgendwie gar nicht mal so schlecht aus, aber alles noch nicht so richtig sauber. Okay, zunächst geben wir der Form, was nämlich ungewöhnlich ist, dass wir alles in einer Zeile haben wollen, noch eine separate Klasse, das kann man auch zum Beispiel hier nachlesen unter Forms. Das ist das Default-Verhalten und dann können wir irgendwie eine Inline-Form haben, dann soll das Ganze so aussehen. Können wir eine horizontale Form haben, dann muss man das eingeben und so weiter. Also die ganze also Bootstrap ist extrem cool, weil es extrem gut dokumentiert ist und dadurch, dass es quasi gefühlt eines der absoluten Standard-CSS-Frameworks ist, findet man Millionen von Beispielen da. Also wollen wir hier natürlich an dieser Stelle Form Horizontal sagen. Schauen wir uns das jetzt mal an. Sieht schon mal besser aus, allerdings immer noch nicht so richtig hübsch. Okay,
erstmal auch so ein bisschen Wissen durch viel Erfahrung. Man kann hier quasi bei dem Input-Element nicht direkt die Breite angeben, sondern muss das nochmal in den Div packen. Das sollte eigentlich so aussehen. Schauen wir uns das jetzt mal an. Interessant. Sieht eigentlich alles richtig aus. Na, mal gucken, was passiert. Stimmt, genau, vielen Dank. Genau. Und mein Input braucht noch eine CSS-Klasse. Und zwar braucht das noch Form Control. Schauen wir uns das jetzt mal an. Ah, okay. Ja, das sieht doch schon mal gar nicht so schlecht aus. Einfach persönliches Zielelement. Hier noch so ein schönes HR rein, dass so ein bisschen Platz da ist. Okay, das hat schon was. Wie war denn mein letzter Kommentar? Nearly. Ja. Ah, beautiful will ich es eigentlich nicht nennen. Kind of beautiful. Ich sag auch gleich mal warum, weil eigentlich ist das mehr so eine persönliche Stilfrage. Input. Input form. Okay. Aber was natürlich noch fehlt, ist i18n. Wir haben hier bisher Title stehen. Wir haben hier Submit stehen. Das ist eigentlich nicht wirklich schön. Das heißt, was wir jetzt sagen ist Data TH Text Index, gleiches Spiel wie eben mit der Table, in dem Fall ist es eine Form. Title, ja? Wäre es nicht noch sinnvoll, dem Button einen Code MD1 zu geben? Kann man machen. Ja, aber in dem Fall, gute Frage, kann man machen. Ich wüsste jetzt nicht, was dagegen spricht. Ich wüsste allerdings auch nicht so richtig aus dem Bauch raus, was dafür spricht. Gut, er wird halt breiter, ne? Es passt sich dann quasi an. Oh ja, okay, und hier haben wir jetzt natürlich das Problem, dass der Schlüssel noch nicht vergeben ist. Index form title gleich title. Okay, schauen wir uns das jetzt nochmal an. Okay, das sieht gut aus. Das Analoge machen wir jetzt für den Button. Das heißt, wir sagen jetzt hier, das ist Index form submit. Und sind auch schon fast fertig. Naja, sind noch ein paar Kleinigkeiten zu tun. Submit. Funktioniert auch noch. So, haben jetzt also i18n in Form. Und jetzt wieder, wie gesagt, ästhetisches Empfinden. Mir ist eigentlich schon klar, dass das hier irgendwie der Titel ist. Insofern haben wir so gerade hier i18n hinzugefügt, aber schmeißen es wieder raus. Gucken uns das jetzt mal an. Okay, prinzipiell richtig. Zu kurz. Und was man auch nicht vergessen darf, ist, ich weiß jetzt gar nicht so richtig, was ich hier tun soll. Ergo gibt es dafür diese schöne HTML-Geschichte namens Placeholder. Enter Title. Schauen wir uns das jetzt mal an. Sieht schon gut aus. Aber natürlich wollen wir keinen konstanten Text haben, sondern natürlich internationalisierten Text. Und das könnten wir aber natürlich jetzt genauso nennen wie diese Form. Indexform Title. Enter your title. So. Das sieht schon mal nicht schlecht aus. Machen das Ganze jetzt wieder ein bisschen breiter. Das sieht gut aus. Damit kann ich leben. So, und jetzt dürfen wir es auch Beautiful Form nennen. Ja? Die Zahlen, diese 11, 1 und so weiter. Okay, letztlich haben wir dieses, ist unser Bildschirm quasi in den Grid unterteilt, also letztlich in Spalten. Und diese, diese Zahlen sagen, wie breit mein Element, was ich da jetzt gerade habe, einfach in Spalten sein soll. Das heißt, ich kann natürlich auch sagen, dieses Element ist, und ich habe immer 12 Spalten. Und wie breit diese Spalten sind, hängt aber tatsächlich davon ab, auf welchem Device das gezeigt wird. Beziehungsweise auch, was ich hier quasi an Mittelelement nehme. Das Ganze ist, wo war das denn? Hier. Hier sieht man es nochmal. Also hier ist auch eine sehr, sehr ausführliche Erklärung, klar. Aber je nachdem, was ich dann als Zieljeweils habe, ist auch diese Gesamtbreite in diesem Container, deswegen auch dieses Div-Class-Container, ist natürlich auch unterschiedlich. Das heißt, wir sehen, okay, wenn ich es für große Desktops habe und dann LG nehme, ist es irgendwie 1170. Das heißt natürlich, jede Spalte ist 97 Pixel breit und so weiter. Und wir sehen hier auch ganz viele Beispiele. Das ist eigentlich auch, wie gesagt, von der Dokumentation her ziemlich gut. Genau, es sind immer 12 Spalten. Das sieht man hier eigentlich auch
Wir haben hier immer 12, okay, wenn ich jetzt so eine 8er habe und hier eine 4er, sieht das halt so aus und so weiter. Nö. Wir können auch hier mal sowas probieren. Die Klasse gibt es dann einfach nicht. Also das ist ja einfach nur eine CSS-Klasse. Und wenn ich das mache, es ist interessant, dass er aber dann trotzdem über die ganze Breite geht. Stimmt, genau. Form Control ist genau. Genau, also über diese Klasse geht es. Wenn ich die natürlich auch weglasse, dann klappt es nicht. Also das ist auch unser CSS-Experte insofern. Doch, du bist genau jetzt unser CSS-Experte geworden. Okay. Jetzt ist es doch. Okay, ist das schon gar nicht mal so schlecht. Wir haben nur noch eine Kleinigkeit, die mir ganz und gar nicht gefällt. Und zwar folgendes. Im Moment, wenn ich was verschicke, wir schauen uns das ja nochmal an, das war beiseite, dass ich diesen ganzen Responsive-Teil im Sinne von, das wird auch alles wieder hübsch, noch gar nicht gemacht habe, das kommt jetzt in einer der folgenden Vorlesungen. Aber wir geben hier jetzt mal irgendwie Test ein. Wird das Ganze per HTTP-GET verschickt. Das Ganze hat zwei Nachteile. Zum einen, wenn ich wesentlich mehr Text habe, was wird passieren? Ist ein bisschen browserabhängig und erstaunlicherweise ist der Internet Explorer der einzige, der sich an den Standard hält. Das ist schon eher die Ausnahme. Und zwar sind in der URL maximal, da ich die Zahl leider nicht im Kopf habe, werde ich keine nennen, aber sagen wir mal 2048 Zeichen erlaubt. Alles, was darüber hinausgeht, ist dann halt implementationsspezifisch. Und so Geschichten wie Firefox oder Chrome, die haben dann halt ein bisschen mehr. Das heißt, manchmal wird es klappen, manchmal nicht. Das ist Problem 1. Problem 2, okay, da kann man auch sagen, ja gut, aber hier, Title, komm, egal, mach mal. Problem 2, das ist aber viel interessanter, das ist mehr auch letztlich eine stilistische Frage. Wie geht man mit Standards um? Der HTTP-Standard sagt, dass GET eine Operation ist, die den Zustand des Servers nicht verändert. Na gut, wir speichern durch diesen Request etwas in der Datenbank. Ich würde sagen, das ist eine ziemlich große Zustandsänderung. Ergo sollten wir natürlich hier auch kein GET verwenden, sondern HTTP-POST. Also Schritt, den wir dazu machen, ist an dieser Stelle einfach zu sagen, nicht Action, Method würde ich nur nehmen. Ja. Method gleich Post. Das kann ich jetzt mal so ausführen. Das ist schön. Wenn ich das nämlich jetzt so ausführe und dann sage, sehen wir, okay, der Entry wird wirklich per Post ausgeführt. Und das Coole ist, ich musste in meinem Backend auch gar nichts ändern. Aber eigentlich ist das ziemlich ungünstig, ja? Ja, ich habe ja gesagt, das muss man noch ein bisschen konfigurieren, dass das Ganze klappt. Kommt in einer der nächsten Vorlesungen, sonst wird das heute zeitlich ein bisschen zu eng. Also später werden wir dann tatsächlich sehen, nehmen wir zum Beispiel mal einfach nur als Beispiel, dann könnt ihr auch mal schon sehen, wie es funktioniert. Wir haben diese Feedback-Seite, da können wir jetzt auch hier tatsächlich sagen, ich möchte im Mobile-Mode sein und dann sehen wir tatsächlich, wie es auch funktioniert. Also bei dieser Seite sehen wir, es klappt, aber man muss halt noch ein paar Stellen quasi im HTML anpassen. Insofern habe ich es auch nach hinten verschoben, weil das an dieser Stelle einfach nicht so relevant ist. Worauf war ich stehen geblieben? Genau, beim HTTP-Post. Okay, das funktioniert ja schon, super. Wir machen jetzt HTTP-Post. Aber, unglücklicherweise, hier haben wir noch ein GET. Klappt der immer noch? Jetzt habe ich hier plötzlich viel mehr Titel drin. Das will ich natürlich nicht. Ich möchte, dass es tatsächlich nur bei Post funktioniert. Dazu muss ich noch ein bisschen meine Anwendung anpassen. Im Moment habe ich ja hier in diesem Entry-Teil, habe ich quasi nicht angegeben, welche HTTP-Methoden erlaubt sind. Das heißt, er lässt erstmal alles zu. Jetzt möchte ich aber hier sagen, es sollen nur Posts erlaubt sein. Okay, jetzt muss ich den Server wieder durchstarten, weil ich quasi an der Signatur letztlich geschraubt habe. Schauen wir uns das jetzt nochmal an. Klar, die Datenbank ist wieder leer. Probiere erstmal das aus. Okay, das klappt. Wunderbar. Aber viel interessanter ist, irgendwas eingeben. Viel interessanter ist, wenn ich das jetzt hier probiere, kriege ich ganz viele Fehlermeldungen. Okay, die sind natürlich in dieser Länge nicht lesbar. Machen wir mal nur einen. Title. Und ich kriege tatsächlich als JSON-formatiert ein Problem, eine Fehlermeldung, nämlich Request Method not supported, Request Method get not supported. Super, genau das wollten wir haben.
Okay, das heißt an dieser Stelle allow only post. Jetzt sind wir schon fast fertig. Das sieht doch eigentlich alles schon ziemlich gut aus. Ich mache das Fenster mal zu. Aber normalerweise besteht so eine Applikation ja nicht nur aus einer Webseite. Gleichzeitig ist es aber so, dass zumindest die ganzen CSS-Sachen immer gleich sind. Analog wird diese Navigation-Bar auf jeder Seite gleich sein. Und Thymleaf bietet uns jetzt da die Möglichkeit, quasi zu sagen, okay, dieses Schnipsel hole bitte aus einer anderen Datei. Und die kann ich dann natürlich überall wiederverwenden. Wir machen das mal jetzt mit der Navigationsbar zunächst. Und zwar schneide ich die einfach erstmal aus, lege eine neue Datei an, die ich letztlich nennen kann, wie ich will, nur standardmäßig haben sie irgendwie Header und Footer durchgesetzt. Schmeiß das da wieder rein. Und füge aber noch was Neues hinzu und sage einfach, okay, du bist ein Fragment mit dem Namen Navigation. Gleichzeitig muss ich jetzt hier natürlich noch irgendwie sagen, bitte füg mich wieder ein. Das heißt, ich sage an dieser Stelle nav, data, th. Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Replace, ersetzt mich komplett, oder include, füg mich bei dir ein. Gut, in dem Fall macht das natürlich mehr Sinn. Gib den Dateinamen an, gefolgt von zwei Doppelpunkten, und eben in dem Fall den Namen des Fragments. Ja? Ja klar, ich hätte da auch Blödsinn reinschreiben können, was aber semantisch wenig Sinn macht. Aber ja klar, da kann man alles reinschreiben. Okay, schauen wir das jetzt einmal an. Na? Das brauchen wir nicht mehr. Navigationsbutton ist noch da. Um wirklich sicher zu gehen, damit ihr mir glaubt, dass es auch wirklich funktioniert, schreiben wir hier einfach nochmal so ein paar X rein. Interessant. Okay, wir schreiben die X mal woanders rein. Ich frage mich nämlich, ob das jetzt hier irgendwo ran liegt. Wir machen mal sowas. Ah, wunderbar. Okay, also ne, er verwendet wirklich die Navigationsseite hier raus. Ich verstehe nur gerade nicht, warum das nicht angezeigt wird. Was passiert denn hier? Okay, ein Refresh. Schauen uns das mal an. Ah, okay. Also es ist auf jeden Fall im HTML-Code drin, aber durch ganz viel CSS-Magie. Schwarze X auf schwarzem Grund? Schwarze X auf schwarzem Grund könnte es tatsächlich sein. Machen wir jetzt mal was Dreckiges. Style Color White. Ja. Okay, da haben wir schon den zweiten CSS-Entwickler, der sich jetzt hier wirklich gut auskennt. Okay, haben das jetzt für die Navigationsbar gemacht. Das gleiche Spielchen möchte ich aber natürlich auch noch für den Head hier machen, weil die ganzen Sachen, welche CSS-Klassen brauche ich denn überhaupt, die werden natürlich auf jeder Seite stehen. Okay, nehme das, schreibe es hier rein. Da das drüber ist, schreibe ich es einfach mal drüber. Das ist jetzt eher auch Stilsache, dass natürlich irgendwie die Reihenfolge einigermaßen stimmt. Das hat als Fragment, ich kann es auch nennen, wie ich will, in dem Fall macht Head tatsächlich auch Sinn. Und habe hier Head, möchte das ersetzen durch Dateiname und dem Rest. Starte das, okay, sieht gut aus. Jetzt gibt es aber ein kleines Problem. Fällt euch hier was auf? Ja? Genau, das ist die Sache. Ich kann das jetzt auf jeder Seite einfügen, aber auf jeder Seite steht dann der gleiche Seitentitel. Das ist irgendwie nicht das, was ich will. Okay, committen wir zunächst mal als... Der auch noch nicht internationalisiert ist, was noch viel schlimmer ist, ehrlich gesagt. Genau. Aber wir schauen uns das jetzt mal an, wie das denn geht. Und zwar kann ich hier auch noch Parameter übergeben. Ich kann zum Beispiel sowas sagen, wie ich möchte einen Titel haben und möchte dann hier, ja gut, das kann ich ja ruhig stehen lassen, das macht ja nichts. DataTherText, das ist eine Variable, Title. Gleichzeitig kann ich an dieser Stelle quasi beliebigen Krams übergeben, also beliebige Ausdrücke, die gleichen, die ihr quasi hier überall seht. Das heißt, ich kann mal sowas eingeben, mache einen Refresh und sehe es. Gut, jetzt möchte ich natürlich irgendwie einen hübscheren Titel für die Indexseite haben. Das heißt, an dieser Stelle möchte ich Index-Title von mir aus bar. Na, könnt ihr erstmal schauen, ob der jetzt quasi mit vielen Fragezeichen meckert. Super. Und hab hier, das ist der Titel meiner Homepage, Index-Title bar gleich Starrate Homepage. Super. Damit haben wir jetzt quasi eine generische Möglichkeit, quasi diese Fragmente zu setzen. Fragments,
Parameters for Fragments. Okay, fassen wir nochmal die Vorlesung heute zusammen. Was haben wir eigentlich letztlich gemacht? Uns mal die Commits anschauen, derer es wieder mal sehr viele gibt. Wo fängt das ganze Kram an? Hier. Gut, wir haben erstmal Packages hinzugefügt, das ist nicht so spannend. Haben dann festgestellt, wie man statischen Content so ablegt, dass er auch gefunden werden kann. Haben uns dann damit beschäftigt, dass wir Twitter Bootstrap einwenden wollen. Wie gesagt, eine Menge von Best Practices, die extrem gut dokumentiert sind, von CSS-Klassen, HTML, JavaScript. Da werden wir in den nächsten Vorlesungen, Stichwort Richtung Ende, wenn noch Zeit ist, noch ein paar Sachen sehen, die damit sehr elegant gehen. Haben Bootstrap hinzugefügt, haben uns dann den Footer ein bisschen nach unten geschoben, haben uns dann die Navigationsbar angeschaut und die werdet ihr auch in der Übung sehen. Haben dann die Tabellen hübsch gemacht, haben uns dann mit der Form beschäftigt und auch die hübsch gemacht. Zu guter Letzt haben wir bei der Form gesagt, okay, wir möchten kein GET mehr haben, weil das aus HTTP-Semantik keinen Sinn macht, sondern HTTP-Post. Und haben, um die Wiederverwendbarkeit all unseres HTML-Codes zu erhöhen, letztlich noch Fragmente eingeführt und zu guter Letzt diese Fragmente auch noch parametrisiert, sodass wir die tatsächlich an verschiedenen Stellen im Code immer wieder verwenden können. Ich komme jetzt noch, bevor wir gleich zur Übung gehen, zur Projektaufgabe. Wer von euch war schon auf dem GitHub und hat sich die Projektaufgabe angeschaut? Nichts, null, ja? Also super. Mehr wollte ich gar nicht. Okay. Schauen wir uns die einmal ganz kurz... Ach, ich weiß gar nicht, warum ich aufs GitHub gehe. Ich habe die ja lokal. Okay, die könnt ihr euch runterladen. Ich beschreibe einmal ganz kurz, worum es dabei eigentlich geht. Und dann können wir natürlich weitere Fragen gerne auch im Anschluss noch in der Übung klären. Was ihr machen sollt, ist quasi Twitter zu schreiben. Also Twitter sollte jedem ein Begriff sein. Ich glaube, es traut sich jetzt auch keiner, den Kopf zu schütteln, nach dieser sehr bösen Frage. Okay, und zwar mit den Technologien, die wir letztlich hier verwendet haben. Das heißt Maven mit Spring Boot. Alles, was ihr quasi aus dem Kontext sonst auch noch so kennt und was da ist. Twitter Bootstrap. Wenn ihr wollt, auch jQuery, also für die Leute, die sich schon damit auskennen. Allerdings ist das meiner Meinung nach erstmal gar nicht notwendig. Und natürlich soll das Ganze auch, nachdem es gebaut wurde mit Maven, implementiert wurde mit Spring Boot im Backend, hübsch gemacht wurde mit Bootstrap im Frontend, auf Heroku deployed werden. Ganz wichtig, bevor ihr irgendwelche anderen Bibliotheken verwendet, schreibt einfach eine ganz kurze Mail an lectures@micromata.de. Damit wir erstmal klären können, ob der Einsatz überhaupt zulässig ist. Nicht, dass es irgendwie eine hübsche Bibliothek gibt, Spring Boot minus Twitter, wo ihr quasi nur noch konfigurieren müsst, wo das Ganze hindeployed wird und ey, ihr seid fertig. Bitte fragt uns vorher. Weiterer ganz wichtiger Punkt, Aufgabe erfolgt in Einzelarbeit. Ist natürlich klar, dass jemand bei einem Kommilitonen irgendwie fragt, okay, wie sieht es denn aus? Hast du da eine Idee, wie man da irgendwas machen kann? Wenn wir aber feststellen, dass der Code zugleich ist, dürft ihr N-Leute, potenziell sind das ja mehr als zwei, separat zu uns kommen und tatsächlich mal in einem Code-Walkthrough wirklich Details erklären, von denen ihr gar nicht glaubt, dass ihr sie jemals erklären müsst. Und dann stellt sich normalerweise ziemlich schnell heraus, wer geschummelt hat und wer nicht. Was nicht bedeutet, dass wir nicht alle disqualifizieren, die geschummelt haben. Also nur weil jemand sagt, okay, das ist meiner und wir haben es herausgefunden, dass auch wirklich das sein Code ist, heißt das nicht, dass er ungeschoren davon kommt. Also da achtet bitte darauf, dass ihr wirklich Einzelarbeit macht. Ich habe ganz am Anfang der Vorlesung gesagt, das Tolle an dieser Vorlesung ist, dass ihr ziemlich viel Support von, ich sag mal, professionellen Softwareentwicklern bekommt. Und das gilt natürlich weiterhin. Zum einen durch die Übung, sprich, sobald ihr jetzt mit dem Projekt anfangt, werden wir weniger Projektaufgaben haben, sondern die Übung nach der Vorlesung dient in erster Linie dazu, euch bei der Bearbeitung eures Projekts zu helfen. Und zum anderen sollt ihr euer Projekt auf dem Git-Server von Albert unterbringen und wir werden da auch Accounts kriegen und je öfter ihr natürlich committet, desto eher können wir euch auch mal helfen, weil wir natürlich einfach auch schon aus Spaß an der Sache einfach gerne drauf schauen und euch natürlich auch Feedback geben wollen. Ganz wichtig, das Projekt muss sich über Maven Clean Package vollständig und fehlerfrei bauen lassen. Gleichzeitig muss es lokal quasi hierüber startbar sein. Ja, genau. Also heute stelle ich die Projektaufgabe vor, um mal kurz zum Terminplan zu kommen. Intensivbetreuung in der Übung nach den Vorlesungen, zum Teil auch per E-Mail, je nachdem, wie ihr das möchtet. Wobei die Erfahrung einfach gezeigt hat,
Per E-Mail sind viele Dinge extrem aufwendig, die in der Vorlesung oder in der Übung in dem Fall einfach sehr, sehr schnell zu klären sind. Am 3.7. bis 23.59 Uhr hat in dem Git-Repository, was wie gesagt an dieser Stelle noch erfolgen wird, im besten Fall mehrere Commits zu sein, die aber wo ein Commit genau dieses Tag Release 1.0.0 hat. Damit ihr euch irgendwie auch nicht sagen könnt, okay, aber ich habe später noch was committed etc. Es geht tatsächlich darum, was dieses Ding zurückspuckt. Also damit ganz klar ist, okay, das ist das, wonach wir euren Abgabezeitpunkt messen. Und zumindest meiner Meinung nach das Wichtigste, am 10.7. gibt es auch, glaube ich, eher selten in Vorlesungen, nochmal ein großes Grillen bei uns mit Freiessen, Freigetränken etc., weil wir tatsächlich einfach mal ein bisschen feiern wollten, dass dann quasi hoffentlich die erste Vorlesung, die Mikromata hier so gehalten hat, erfolgreich zu Ende gegangen ist. Insofern würden wir uns natürlich freuen, wenn viele von euch einfach kämen, um mit uns zu feiern. Okay, ich werde jetzt hier erstmal gar nicht en Detail auf die verschiedenen Anforderungen eingehen. Lest euch das bitte erstmal durch, vielleicht auch gerne jetzt im Anschluss in der Übung. Und wenn da noch Fragen sind, wie gesagt, sind wir zum einen natürlich per Mail erreichbar, zum anderen jetzt direkt in der Übung. Eine wichtige Sache sind natürlich immer noch, Leute, wie bewertet ihr denn? Okay, wir bewerten quasi nach diesen Kriterien hier. Als allerwichtigstes ist natürlich Funktionalität. Füllt die Aufgabe alle die in den Anforderungen vorgegebenen Punkte, die hier oben stehen. Dann an zweiter Stelle, ja? Angular wird auch noch drankommen, dafür gibt es dann nochmal einen separaten Teil. Also ich habe noch, genau, von unserem CSX-Experten Nummer 2. Also ich habe noch ungefähr, sag mal, 3-4 Vorlesungen, wo ich noch ein bisschen was mache. Also mehr Sachen zeige, die noch nicht mehr so wichtig sind für die Projektaufgabe. Eine Sache ist dann noch, die interessant ist, nämlich dieses ganze User-Management etc. Wie kann ich checken, dass ein Benutzer eingeloggt ist und so weiter. Dann habe ich, wie gesagt, noch 2-3 Vorlesungen, wo ich einfach ein paar interessante Sachen zeige. Und dann übernimmt Albert und zeigt 3-4 Vorlesungen Angular, ne? Genau, und dafür wird es dann halt... So JavaScript-Scheiß. JavaScript-Scheiß, habe ich gerade gehört. Nee, also das ist tatsächlich, das sind zwei separate Teile. Also in dem Teil ist tatsächlich, solltet ihr tatsächlich eine sehr, sehr klassische Anwendung schreiben, also tatsächlich 3T-Anwendung mit Spring Boot. Und was Albert macht, weiß ich eigentlich noch gar nicht als Aufgabe. Aber das sind tatsächlich zwei separate Teile. Also bitte in dem Teil auch nur das verwenden, was quasi hier oben drin steht. Also es soll auch eher was Klassisches sein und dann eben nicht so JavaScript-zentriert. Ich denke schon, oder? Die klassischen Geschichten, ja. Ja, Pac-Man wäre schon cooler. Frage einigermaßen beantwortet? Okay. Wie gesagt, das sieht erstmal relativ viel aus, aber vieles von dem, was ihr da machen müsst, habt ihr in dieser Form letztlich schon in der Vorlesung gesehen, beziehungsweise werdet es dann halt auch noch sehen, also in der letzten Vorlesung, die relevant ist für das Projekt. Sprich, da kann man sicherlich einiges von, ja, wenn ich jetzt sage abschreiben, klingt es natürlich auch doof, einiges von übernehmen. Okay, nochmal zu den Bewertungskriterien. Wie gesagt, an wichtigster Stelle ist natürlich, funktioniert überhaupt alles, was hier auch letztlich drinsteht. An zweiter Stelle, weil das ist letztlich das, was im Alltag auch mit am wichtigsten ist, ist der Code, nachdem er überhaupt funktioniert, überhaupt gut lesbar. Sprich, haben wir einen modularen Aufbau, zum Beispiel Packages, was ich bisher strieflich vernachlässigt habe, einheitliche Codeformatierung, kleine Klassen, kurze Methoden, sind die Schnittstellen oder auch komplexe Methoden entsprechend dokumentiert. Das sind die Sachen, die tatsächlich wichtig sind und auch so ein bisschen euch die Alltagsnähe beibringen sollen. An dritter Stelle, allerdings natürlich schon eine Ecke abgeschlagen, also diese beiden Punkte sind die wichtigsten, ist der Code einfach zu ändern, neue Funktionalitäten zu ergänzen und einfach nur aus, ich sag mal, persönlicher Präferenz sind die Commit-Kommentare einigermaßen verständlich. Also bei meinen Commit-Kommentaren habt ihr gesehen, wird zumindest immer ganz kurz beschrieben, was ich irgendwie geändert habe. Was ich ungern sehen möchte, sind Commit-Kommentare wie kein Bock mehr, jetzt aber wirklich zwei, etc. Also im Zweifel könnt ihr ja, bevor ihr Sachen pusht, natürlich mit einem Rebase die Sachen auch noch ein bisschen aufräumen. Und das ist einfach nochmal so ein bisschen die Disziplin bringen, die man, glaube ich, letztlich im Alltag, wenn man Softwareentwickler ist, auch wirklich braucht. Wichtiger Punkt bezüglich der Bewertungskriterien.
Natürlich ist das alles irgendwie subjekt, ja. Was ist denn ein Code-Review-System für dich? Wieso geht das nicht? Nein, wieso geht das nicht? Glaube ich, kann ich so ganz folgen, muss ich leider sagen. Ja, vielleicht kannst du da Licht reinbringen. Verstehe ich. Ja, was man sich da überlegen könnte, ist, dass man tatsächlich zwar Microcommits macht, aber einen Merge-Commit. Also kein Rebase, sondern Merge. Das heißt, man hat es quasi unter einem Commit zusammengefasst, aber nochmal die Microcommits. Oder du rebase tatsächlich dann alles zusammen. Also nee, bei einem Merge-Commit nicht. Bei einem Merge-Commit bleiben die da. Ich schaue mal, ob ich hier irgendwo ein Beispiel finde. Zwei Sachen, die wirklich wichtig sind auch noch. Das auch. Zwei Sachen, die wirklich wichtig sind. Natürlich sind die angegebenen Kriterien subjektiv. Ich meine, was heißt Lesbarkeit? Ist der Code gut lesbar oder nicht? Wichtig ist, wir interpretieren im Zweifel alles, was ihr tut, zu euren Gunsten. Das heißt, wenn wir das Gefühl haben, das ist irgendwie komisch, denken wir erstmal, der oder diejenige hat sich was dabei gedacht. Allerdings solltet ihr auf Nachfrage natürlich Entscheidungen begründen können. Sowas wie, mir ist nichts Besseres eingefallen, ist die falsche Antwort. Die Antwort, die dann eher sinnig ist, ist, okay, ich habe mir drei Lösungen überlegt und Lösung A hatte die Vorteile, die Nachteile, Lösung B hatte die Vorteile, die Nachteile, entsprechend, weil meine Prämisse bei der Softwarearchitektur XY war, habe ich Lösung A genommen. Also es geht nicht darum, dass ihr jetzt bei jedem wirklich genau überlegt, okay, was habe ich da für Wege, aber es geht darum, auch nicht das Hirn auszuschalten, wenn ihr entwickelt, sondern wirklich ein bisschen zu überlegen, okay, was ist jetzt hier gerade sinnig und was nicht. Als letzten Punkt, der ganz am Anfang steht, ganz wichtig ist erst natürlich erstmal, implementiert bitte erstmal das, was da steht. Ihr habt aber wirklich viel Zeit, das zu machen. Wenn ihr also mehr Features implementieren wollt, wie auch immer die aussehen, gibt das natürlich einen Bonus. Den bestimmen wir natürlich im Einzelfall, auch hier wieder letztlich zu euren Gunsten. Für das Erreichen der Bestnote reicht es aber völlig aus, wenn ihr einfach all das, was quasi hier eine Anforderung ist, implementiert. Das heißt, ihr müsst da nicht irgendwelche Sonderlocken, Röschen, Schleifchen etc. einbauen. Genau, ansonsten, dieses Dokument wird, so es dann auch Änderungen gibt, die über das, wo committe ich das hin, hinausgehen, tatsächlich hier nochmal erweitert, sodass man tatsächlich sehen kann, okay, was wurde da ergänzt, erweitert etc. Ja? Heißt dann Bonus, dass man dann irgendwelche Missstände dann noch ausgleichen kann, oder weil Bestnote ist ja schon Bestnote? Ja, also sagen wir mal so, du hast irgendwelche anderen Sachen nicht, dann ist das sicherlich irgendwas wie das Zünglein auf der Waage. Allerdings, so die Grundfeatures sollten natürlich irgendwie drin sein. Ich meine, es ist ein Twitter-Client, wenn man jetzt zum Beispiel keine Nachrichten verschicken kann, aber dafür Pac-Man, Tetris und Mensch ärgere dich nicht spielen. Ist das da ziemlich cool, allerdings reicht das dann wahrscheinlich nicht aus. Aber das ist halt tatsächlich so die Sachen. Klar, im Zweifel kann man damit sicherlich ein bisschen was ausgleichen. Aber konzentriert euch bitte auch erstmal auf die Grundfunktionalität. Die sind so wichtig oder sind so elementar, die Sachen, die hier drin sind, dass es meiner Meinung nach auch echt schwer wäre, ein Feature komplett wegzulassen, beispielsweise, und das durch andere Sachen noch aufzufangen. Ja, bis zu einem gewissen Grad schon, wobei das sind tatsächlich die beiden Punkte, wo ich sage, na gut, die Formatierung kriegst du eigentlich von der Idee geschenkt. Und Merch-Nachrichten macht potenziell ja auch selber Sinn. Dieses Projekt geht jetzt, nehmen wir mal an, theoretisch fängt heute an, über 2 Monate. Da macht es vielleicht tatsächlich auch Sinn, wenn man Commit-Nachrichten hat, die so sinnig sind, dass man mit dem Code auch noch was anfangen kann, wenn man mal 2 Wochen Pause gemacht hat. Also auch aus persönlicher Erfahrung. Frage beantwortet? Ja. Okay. Gut, ich würde vorschlagen, wir machen jetzt 5 Minuten Pause. Und würden dann mit der Übung fortfahren.